Und damit moin moin und herzlich willkommen am Dienstagabend zu Real Solar System. So, wir machen weiter mit unserem Rennen zum Mond. Und ja, genau, habe ich moin moin gesagt. Ich meine natürlich Privet, Privet. Und ich guck mal, wer schon da ist. Der Slash ist schon da, der Markus ist schon da, der Neo, die Senfsoße, der Mimir, der Daxa, der Hamsterlein und Matze Notor, der Proxy und der Emojack. Hallo Emojack. Und Quasar und Coffee to Games und Sakemi und der Pü. So. Wenn der Pü hier ist, hat der Pü zu streamen aufgehört. Na gut. Und der Schnorpel ist auch da. So. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Letztes Mal sind wir damit stehen geblieben, dass ich mein Com-Netzwerk ein wenig verhunzt habe und, also ein Satellit hat gefehlt von den Vieren und ich einen neuen SAT gebaut habe. Woran ich dabei nicht gedacht habe, ist, dass ich natürlich meine Satelliten nicht so richtig perfekt platziert habe. Wodurch folgendes passiert ist. Der Senfsoße. Aber du bist doch die Senfsoße. Die Soße, weiblich. Aber was passiert ist, ist folgendes. Kommsat 1. Kommsat 3. Soweit schon mal nicht so ideal. Richtig scheiße. Kommsat 4. Können wir so vergessen. Ich muss dann noch mal eine Rakete mit Vieren bauen, aber das pressiert jetzt gerade nicht, weil ich habe für diesen Vertrag, ich habe mir den mal auf den Schirm genommen, noch 2 Jahre und 204 Tage Zeit, um den zu erledigen. Oh Gott, au, au, au. Ah. So, oh Gott, was jetzt passiert? Jetzt ist plötzlich sehr wolkig geworden. Eben war noch ziemlich viel Sonne. Na gut. Also wir haben noch ein bisschen Zeit für den Vertrag. Was aber näher rückt, ist unser Mars-Startfenster. Das liegt noch relativ gut in der Zeit, dass wir eine Rakete dafür bauen können. Das heißt, während wir hier den Rollout laufen lassen und den Kommunist Sat-1A für irgendeine neue Mission benutzen, mal gucken, vielleicht jagen wir den einfach auf den Mond oder sowas, um Geld zu verdienen, Impactor Probe, würde ich jetzt mal loslegen, dass wir als allerallererstes die Mars-Sonde bauen und in den Bau schmeißen, dann sieht das nämlich noch ganz gut aus, dass ohne dass wir zusätzliches Geld draufschmeißen müssen, wir zum Startfenster pünktlich eine Rakete bereit haben, mit der wir tatsächlich zum Mars fliegen können, um dort nochmal ein bisschen Science einzusammeln. Diesmal nehme ich die Mission für den Flyby auch vorher an, versprochen. Und, oh, guck mal, Updates. So, also wir gehen mal als erstes in die Halle des Bastelns und ich beginne mal mit meinem alkoholfreien Getränk. Ich habe hier einen leckeren Vanille-Smoothie. Steht auch unglaublich winzig Vanille drauf. Schmeckt irgendwie mehr nach Banane, muss ich ehrlich sagen. Zu den alkoholischen Getränken kommen wir später. So, also, wir wollen zum Mars. Was wollen wir da? Wir wollen da Science-Punkte einsammeln. Also, genau, wo Vanille draufsteht, ist oft Banane drin. Nee, da ist auch irgendwie Vanille drin. Hier steht das auch so irgendwie. Aber es ist irgendwie haufenweise Apfel drin. Schmeckt man überhaupt nicht. Dann Banane. Schmeckt man ziemlich. Dann irgendwas, was ich überhaupt nicht aussprechen kann. Cupuachu. Cupuachu, gibt's sowas? Keine Ahnung. Ich halte es mal in die Kamera. Kann man das lesen? Cupuachu. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und dann 0,1% Vanille. Dafür, dass 0,1% Vanille drin ist, liebe Hersteller dieses Smoothies, finde ich, habt ihr Vanille ziemlich groß draufgeschrieben. Ohne jetzt kleinlich sein zu wollen. Nicht trinken, das ist eine Vaseline-Dose. Ich hoffe nicht, aber vielleicht macht es die Stimme geschmeidig. So. Gut, ja, Jack, es ist 0,1% Vanille, aber wie gesagt, die Verhältnismäßigkeiten strecken das ein bisschen auf der Packung. So, das wird unsere Mars One, denn Mars oder Mars 1, genau genommen, denn Mars 1 hieß auch die Mission der Russen und wir ziehen das natürlich, oder der Sowjets, wir ziehen das hier natürlich eisern durch bis zum bitteren Ende und noch viel, viel weiter. So, und warum von Konzepten abweichen, die sich bewährt haben? Ihr erinnert euch, das gute alte Thermoskanne-Konzept. Das werden wir natürlich eisern weiter durchziehen. Und basteln uns jetzt als allererstes mal eine Batterie. Vielleicht eine kleine Zwischeninfo zu dem, wie sich Cookie so geschlagen hat. Ich fasse es mal grob zusammen. Lief so mittel.
lief so mittel bei ihm. Ja, was soll ich sagen? Vielleicht, nee, Cookie wird heute nicht dabei sein. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht erzählt euch das auch noch selber. Er hat wieder so ein paar Missionen gehabt, die nicht so funktioniert haben. Seine Mars-Mission, also er ist mittlerweile zeitlich, glaube ich, ein gutes Jahr vor mir. Hallo auch an den Mickey. Und ist zeitlich so ein halbes Jahr vor, nee, ein Jahr vor mir fast, hat das Mars-Fenster, glaube ich, auch gerissen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und hat so ein bisschen, naja, andere Missionen probiert und ja, mit lief so mittel. Ich glaube, insgesamt lief es nicht so gut. Ach, guck mal, da ist ja der Cookie. Da kann er vielleicht selber zumindest einen Satz zuschreiben. Weltraumurne, nein, das sind keine Weltraumurnen. Das sind fachmännisch gebaute, gute kommunistische Thermoskannen. Denn was hier funktioniert, muss doch auch im Weltall super sein. So, und jetzt machen wir die. So kurz wie möglich, dann haben wir 15 Tonnen Avionics. Verbraucht 65 Watt. Zusammen mit den 50 Watt haben wir dann 115, falls ich noch Kopf rechnen kann. Wenn nicht, schiebe ich das auf den Sport und die Überanstrengung. So. Dann brauchen wir natürlich noch ein wenig Treibstoff in einer passenden Konfiguration. Ich würde mal sagen, so sieht doch gar nicht schlecht aus. Und dann klemmen wir dann noch einen Antrieb hinten ran und machen da Hydrazin rein. So, fertig. Naja, also fast fertig. Jetzt kommen noch ein paar Sachen. Genau, aber prinzipiell ist das hier unsere fliegende Thermoskanne, die wir wieder losschicken. So, und jetzt werden wir mal als allererstes gucken, dass wir mal eine neue Antennenkategorie, glaube ich, noch freischalten. Die 12.000 gönne ich mir. Dann haben wir schon mal das Kommunutron 32. Das ist der große Bruder von dem 16er. Hat dann entsprechend auch schon mal 16 Millionen Meter Omni-Reichweite. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das nehmen wir für den Nahbereich. Das sollte uns bis, naja, weit hinter den Mond zumindest dienen. Und danach steigen wir auf eine andere Antenne um. Die darf ich dann noch nicht vergessen anzubauen. Jetzt kommt aber erstmal meine geilste technische Neuerung. Und ich werde, glaube ich, die XT1 nehmen, glaube ich. Die machen 121 Watt pro Panel, aber drehen sich, da ich 115 Watt brauche, nehmen wir die. Die hier hätten sogar 189 Watt, die sind aber doch deutlich größer und natürlich auch noch mal ein bisschen teurer. So, ich nehme jetzt die hier. Guckt mal, ist das nicht wunderschön? Wunder, wunder, wunderschön. Müssen wir hier noch anbauen. Ja. Schön in den Schwerpunkt hinein. Zack. Und guckt mal, wie hübsch das ist. Das sind doch schon richtige, das sieht doch schon nach einer richtigen Probe aus, oder? Das sieht doch nach einer richtigen Sonde aus. Ja, die habe ich schon, Cookie. Dafür habe ich noch nicht die Mature Orbital Rocketry. Ich habe noch irgendwelche Rotztriebwerke, aber meine Rotztriebwerke sind mittlerweile ganz verlässlich. Und es reicht ja offensichtlich, um bis zu Venus und zum Mars zu fliegen. Und weiter wollte ich ihn noch nicht. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme mir mal vernünftige Solarpanels als nächstes rein. Und deshalb erforsche ich jetzt erst. Achso, das sieht man hier drin nicht. Jetzt erforsche ich erst die besseren Triebwerke. Zumal aber da für mich eh nichts dabei ist, weil das sind irgendwie alles Ami-Triebwerke, die da drin sind. Von daher, ja, so mittel. Gut, jetzt statten wir das Ganze mal mit Wissenschaftspunkten aus. Und zwar möchte ich gerne natürlich ein Thermometer mitnehmen. Wie könnte ich anders? Schwupp. So. Oh, ein Follow. Der Emir Bilici hat ein Follow dagelassen. Vielen lieben Dank. Und natürlich auch mal vielen lieben Dank an den Pü, sehe ich gerade, der mich gerade hostet. Das ist sehr lieb von dir, Pü. Dankeschön. So, Geiger-Monotube nehmen wir natürlich auch noch mit. Und das machen wir einfach mal auf die andere Seite. Dann nehmen wir einen Mikrometeoritendetektor mit. Zack. Dann nehmen wir ein Orbital Perturbation Projekt mit. Experiment natürlich, nicht Projekt. Das machen wir auf diese Seite.
Versucht das so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, damit der Satellit ausnahmsweise mal geradeaus fliegt. Und hallo auch an den Hans und den Yangzhan. Und habe ich noch jemanden verpasst? Ich hoffe nicht. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Wenn, dann habt ihr euch nicht gemeldet und seid selber schuld. So, wiegt das genauso viel? 001, 001. Ja, das wiegt genauso viel. Dann können wir hier noch eins hier hin. Auch wenn das jetzt optisch in der Seele wehtut, das Ding dahin zu klatschen. So. 005 Tonnen. Braucht 100 Watt, wenn man es anschmeißt. Also theoretisch könnte ich ja, ne? Theoretisch könnte ich ja. Ich überlege gerade, ob wir nicht scannen. Was wiegt denn die blöde Antenne? Also die Reichweitenantenne hat 0025. Das Ding hat 005. Wird ein bisschen unwuchtig. Aber wir könnten, also ich muss die Antenne sowieso mitnehmen. Und hallo auch an den Klims. Hast du schon das nächste Transferfenster für Venus in Kirbelglock eingetragen? Nee, habe ich noch nicht. Kann ich noch machen. Und hallo auch Klims. Und was ist heute so geplant? Erstmal eine Marssonde bauen, dann hoffentlich zum Mond fliegen, dann mal gucken. Ab da improvisiere ich. Ja, also, ich muss ja auf jeden Fall so eine Antenne mitnehmen. Und ich möchte nur eine dieser Antennen mitnehmen. Weil das eh schon tricky genug wird und ich habe echt nichts Besseres im Moment. Da ist leider überhaupt keine Anzeige dran, wie weit die reicht. Deshalb setze ich jetzt mal auf die hier. Und mein Problem mit dieser Antenne ist, dass diese Antenne den ganzen Spaß unwuchtig macht. Zack. Das heißt, wenn ich die jetzt hier ranklemme, kriege ich so eine leichte, seht ihr das? Verschiebt sich natürlich das hier rüber. So, jetzt wäre die Überlegung, zumindest ein bisschen dagegen zu halten. Wobei am Ende des Tages baue ich natürlich das doppelte Gewicht auf die andere Seite. Ich kaufe ihn jetzt. Kaufe ich ihn? Ja, obendrauf ist ein bisschen schlechter, ist schon eine Antenne. Aber man könnte natürlich. Sieht aber auch scheiße aus, ne? Also schön ist halt auch anders. Ernsthaft jetzt. Ist halt nicht schön. Aber gut, es wäre nicht ganz so unwuchtig, ne? Zack, und wenn man den Klodeckel aufklappt, sieht es halt richtig scheiße aus. Ah, da sagte auch schon jemand Klodeckel. Markus sieht das wie ich. Also jetzt ganz ehrlich, das sieht richtig schlimm aus. Richtig, richtig schlimm. Das kann ich nicht tun. Alles in mir sträubt sich, das zu tun. Ich mach den seitlich ran, den Klodeckel. So. Gut, das bleibt da. Das kommt dahin. Start retracted. So. So, passt mal auf. Wir gucken jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Das ist aber echt groß, das Teil. Und versaut uns ganz schön die Delta V, ne? Wäre schon geil, ne? So, einfach mal. Das wäre natürlich den Amis so richtig in die Suppe spucken, wenn wir zum Mars fliegen und auch noch eine Karte scannen. Jakob, herzlich willkommen bei den Kirbonauten und vielen lieben Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zuschauen. Ganz ehrlich, ich glaube, das nehmen wir einfach aus Prinzip mit. Einfach nur. Tja, Cookie, jetzt hast du es begriffen. Das bringt nur was, wenn ich in den Orbit einschwenke. Was will ich tun? Genau, ich fliege nicht nur einfach am Mars vorbei. Oh ja, wir fliegen in Mars-Orbit. Das gönne ich mir. Also falls es klappt, mal gucken. Und dann wäre es cool, das dabei zu haben, einfach nur, um dir zu zeigen, wie geil ich scannen kann. So. Wenn ich die jetzt ein bisschen nach außen schiebe, kann ich den Schwerpunkt in die Mitte bringen. Das ist durchaus eine Argumentation, die ich nachvollziehen kann. Vielleicht habe ich ja dafür sogar ein passendes Oktagonalstrutt, damit das nicht ganz so scheiße aussieht. Naja, so richtig gut ist nicht, ne?
erhöht halt das Gewicht auch nochmal. So. Ich glaube, ich lebe einfach damit, dass eine kleine Unwucht drin ist. Oder... Ah, wartet mal. Ich bin ja doof. Ah, passt mal auf. Wer hat denn gesagt, dass ich die Dinger alle hier hinbauen muss? Hat keiner gesagt. Niemand hat das gesagt. Niemand hat mich jemals gezwungen, all diese kleinen Experimente auf diese Seite zu bauen. Ich kann die einfach alle hier hinbauen. Dann gleicht sich das doch nach und nach auch wieder aus. Okay, nicht so besonders dolle, aber ein bisschen vielleicht. So. Zack. Ja, gut genug. Gut genug. Kann ich das Scan-Gerät nicht kleiner skalieren? Nein, kann ich nicht. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das ist aber gut genug. Schmupp. Ich glaube, das ist gut genug. Wir können ja aus Sicherheitsgründen einfach sagen, dass wir... Also A, hier vielleicht mal einen Meter ein bisschen mehr drauflegen. So. Weil wegen ist so. Und hier etwas größere. So, 0014. 00 007 0028 014. Das sind dann die mittelgroßen. Die kaufe ich jetzt einfach mal. Und wir nehmen die mittelgroßen Dinger mit. Damit kann ich ein bisschen besser stabilisieren, falls ich mich da total vertan habe mit dem ganzen Gedöns. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier die Antenne ein bisschen freilassen. Zack. So. Wenn das jetzt extended wird. Oh ja. Da wird eh keine Kollisionsabfrage dahinter liegen. Hoffe ich. Wenn doch, sind wir am Arsch. Oder ich klappe sie einfach nach oben auf. Zack. So. Schwupp. So stört das ja keinen. Machen wir so. Dann sind auf jeden Fall unten die Manövertriebwerke frei. Witzig ist, dass der Schwerpunkt halt einfach mal überhaupt nicht verschiebt. So, okay. Da sind wir sehr mittig. Hier sind wir so lala mittig. Aber ich denke mal mit den Trustern unten drunter. Aber dann sollten wir die, glaube ich, eher so machen, dass sie auch sauber dagegen ankämpfen können. Und auf jeden Fall auch gucken, dass wir Hydrazin benutzen. Ah, die sind schon auf Hydrazin. Sehr schön. Okay. So, RCS Engine Dingsbums aus. Hydrazin ist drin. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch fürs Decoupling einen Adopter. Zack, damit wir das Ding raussprengen können. So. Macht sich der Drehmoment der bemerkbar oder wird das vernachlässigt? Ich hoffe, dass es sich nicht bemerkbar macht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie da so weit gegangen sind bei KSP. So, und jetzt bauen wir da eine Protoproton runter und dann müssten wir theoretisch 12 Milliarden Einheiten Schub haben. So, und jetzt müssen wir mal die 12 Milliarden Einheiten Schub durchrechnen. Also, Taschenrechner. Ich benötige 9400 für den Orbit plus 3210 für den Anflug auf den Solarorbit. Dann benötige ich 1060 für den Mars-Transfer und 1440 für den Mars-Orbit in 200 Kilometer Höhe. Komme ich raus bei 15.110 laut meiner Delta V-Map? Ich lese hier 15.854. Sounds legit. Kann ich total mitarbeiten. Das heißt, wir haben 700 Delta V Puffer. Jetzt muss ich nochmal eine Sache nachgucken, weil das hatte mich bei der anderen Rakete ziemlich gefoppt. So, die Avionics sind so in Ordnung, dank
dem da oben. Sehr schön. Also das kann man fliegen und wenn nichts kaputt geht, kann man es damit auch tatsächlich in einen Mars-Orbit schaffen. Schauen wir mal. Also Monsterrakete mit einem sehr kleinen Satelliten. Aber so ist es halt. Good enough. Oder willst du jetzt nach Jol? Es gibt hier kein Jol. Das heißt hier erstens mal anders. Und zweitens will ich da noch nicht hin. So weit sind wir noch nicht. So, zack, 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 zack. Bauzeit, Bauzeit, Bauzeit. Hier gibt es irgendwo auch eine Bauzeit. Da. 79 Tage. Perfekt. Dann müssen wir nochmal 3, 4 Tage rausrollen. 94 Tage haben wir noch. Cool. Können wir noch irgendwelche Gimmicks ranbauen oder so? Haha, not. Also, jetzt lasst mich die Probe nochmal prüfen. Bevor wir. Wir haben nur einen Schuss und ich hätte gern, dass der klappt. Also. Wir haben die Dinger hier, die sind auf Hydrazin auch eingestellt. Jawohl, hier drin ist auch Hydrazin. Jawohl. Der Antrieb ist ein 1 kN-Thruster. Jawohl, wir haben eine Langreichweitenantenne, wir haben eine Kurzreichweitenantenne, wir haben Solarpanels, wir haben Scanner mit dabei. Wir haben ganz viele Experimente mit dabei. Wir haben Probe Core, wir haben genug Avionics. Was kann schon schief gehen? Ehrlich gesagt, nicht so besonders viel. Jetzt gucken wir mal, wenn wir das hier länger machen, bekommen wir noch ein paar Delta V rausgekratzt, ne? Ja, aber nicht zu viel. So, kommt, wir geben ihm hier 1 Meter Länge. Dann sieht unsere Teekanne schön aus. So, gut, jetzt machen wir da ein Fairing drum. Und dann ist auch schon gut für heute, also fürs Bauen zumindest. Dann leben wir nämlich einfach mal damit. Machen gleich noch das Staging ordentlich. So. Bau lieber gleich zwei, bevor eine versagt. Könnte man natürlich machen. Einfach nur aus Prinzip. Wäre so ein bisschen das Redundanzthema, ne? Muss ich aber einen ein bisschen durchhacken vom Bauen her. Weil ich habe nur 94 Tage Zeit. Dadurch wird es dann doch wieder teurer. Jetzt machen wir erstmal Staging. Also Triebwerke, zack. Decoupling. Dann kommt Fairing aufmachen. Jawohl. Dann kommt die mittlere Stage. Zack, 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 zack. Jawohl. Dann kommt die. Da war ich gerade. Da kommt die obere Stage. Zack, zack, zack. Die können wir auch nochmal nachzünden. Da darf nur der hier nicht mit drin sein. So. Jo. Das sieht gut aus. Die hier sollten wir nochmal extra legen. Einfach für den Fall das. So. Reicht der Strom auch, wenn alles an ist? Knapp. Also wenn ich genug Sonne bekomme, dann ja. Und ich habe ja auch ein bisschen Batterie oben drin. Müssen wir mal gucken, wie es hinhaut. Wenn nicht, mache ich den Scanner wieder aus und scanne halt nur ein bisschen. So, jetzt kommen wir aber mal zum nett alkoholhaltigen Teil. Heute wieder ein Glen Grant Majors Reserve. Prost. Und wenn wir im Orbit sind, können wir den Probe Core wahrscheinlich hibernaten. Das spart uns auch nochmal einiges. Und vielleicht können wir auch die Avionics hibernaten. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Wird das heute ein Mond-Lander oder einfach nur Impact? Ich weiß es noch nicht, Hans. Wahrscheinlich erstmal ein Impactor, aber ich werde im Zuge dieses Impacts mal versuchen, ob ich schon die Möglichkeit habe, eine Landung draus zu machen. Und dann könnte man das noch nachholen. So, ich gebe den Kram jetzt mal in Bau. So, und jetzt gucken wir mal, wie viel es uns kosten würde, das um ein bisschen zu verkürzen. Das wäre natürlich relativ spannend, das zu tun. Gott, hier wird es auch immer dunkler. Jetzt wird es wieder plötzlich sehr hell. Okay. Also. In der Fab wird gebaut. Und wir könnten die Mars 1 für 2700 und ein paar gequetschte verkürzen und noch eine zweite bauen. Aber ganz ehrlich, was bringt uns denn der Marsfly bei? Was bringt uns der Marsfly bei, wenn wir machen? Oh nee, lass uns mal mit einem Schuss gehen. Ja, oder nehmen wir einen zweiten.
Wisst ihr was? Das entscheide ich, wenn der Bau dieser Rakete durch ist. Wir können die zweite ja dann immer noch bauen. Wir haben ja nochmal 20, 30 Tage Puffer. Und wenn die, wir geben dann direkt danach die nächste Rakete in Bau, geben der direkt einen kleinen Puffer mit, also schon mal 10% beschleunigt. Und wenn dann die erste Rakete failt für den Mars, dann können wir die ja immer noch recyceln, also können wir die immer noch beschleunigen, dass das schnell genug fertig wird, dass wir noch irgendwie im Marsfenster sind. Aber ich würde jetzt erstmal damit leben. So, der Kommunist Sat ist am Rollout zum Launchpad. Dem müssen wir jetzt mal eine neue Mission geben. Und ich würde vorschlagen, also wir können zwei Sachen machen. Wir können entweder. Oh, vielleicht können wir nachher dann noch eine Mission dafür annehmen. Das wäre natürlich witzig. Wir können entweder einen Molnia-Orbit probieren. Mal gucken. Oder wir machen einen, wo ist er? Lunar Impactor draus. So. Was wollt ihr lieber haben? Mal einen Molnia-Orbit fliegen, bringt natürlich auch deutlich weniger Kohle. Oder wir machen einen Lunar Impactor uncrewed und probieren mal, wie gut wir mit dem Probe-Konzept bremsen können, bevor wir aufschlagen, ob wir dafür genug Schub hätten. Ich denke, die Antwort wird nein sein, aber man kann ja mal gucken, ob das funktionieren kann. Okay, ihr wollt was knallen sehen. Na gut, also den nehmen wir noch nicht an, das ist mir zu gefährlich. Crude Impactor, ja, nein. Crude Impactor lassen wir mal lieber. So, Lunar Impactor und Go. Das ist unsere Mission, die wir jetzt erstmal fliegen und damit die Zeit überbrücken für den Bau, Schrägstrich, Vorbereitung für die Mars-Mission. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, die Rakete hat so ein paar üble Sachen für uns bereit. Ich weiß gar nicht, ob wir die gut geflogen bekommen, aber das probieren wir jetzt mal aus. Dim, 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 dim. So. Weil ich habe den Satelliten quer draufgelegt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine schlaue Idee war. Theoretisch könnte das zu hässlichen Dingen führen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. So, ich zoome uns jetzt mal den Tag ran, damit wir nicht im Dunkeln starten müssen. Da müsste jetzt jeden Moment die Sonne eigentlich kommen. Ja, da ist sie. Sehr schön. So. Und dann starten wir den Kommunist Sat 1A mal. Ja, die Rakete nicht zu spitz machen, sonst geht der Mond kaputt. Ist ein valides Argument, aber ich bin unbesorgt, dass da nichts Schlimmes passiert. So. Jetzt schauen wir mal, wie sich das so verhält. Was aus dem Satellitennetzwerk geworden? Das hat sich total verschoben. Da müssen wir nochmal eine Viererrakete starten. Aber deshalb ist das auch in meiner Alarmglocke drin. Wenn ich das nicht verpasse, wir haben aber noch 2 Jahre Zeit, und das Netzwerk ist noch nicht fertig, also die Mission ist nicht abgeschlossen. Da muss ich aber nochmal eine Rakete, und ich muss alle vier gleichzeitig starten, sonst wird das nichts. Also es fehlt der vierte Satellit und Mission nicht erfolgreich bisher, das heißt, das muss ich noch tun. So, okay, das Ding zeigt schon mal nach oben. Wie war denn da diese blöde, wie hatte ich denn den Satelliten da reingesteckt? Der steckt aber schon irgendwie quer, ne? What the fuck? Okay. Na, mal gucken, ob das so eine schlaue Idee war. Und meine Befürchtung ist auch, dass mir hier oben irgendwie die Avionics fehlen, ne? Da muss ich mir noch was Schlaues einfallen lassen. Aber jetzt gucken wir mal, was man daraus machen kann. Wir starten jetzt einfach erstmal und ich setze mir mal schon mal den Mond. Wo ist denn der? Wo bin ich? Da. Da ist der Mond. Ich könnte natürlich. Was wäre denn, wenn ich einfach stumpf. Aber das wird wahrscheinlich gravitationstechnisch verheerend werden, ne? Wollen wir es trotzdem mal probieren? Einfach auf die Mondumlaufbahn zuzufliegen? Ich weiß es nicht. Okay, wir starten jetzt erstmal und dann mal gucken, was sich so ergibt aus dem Steuerfenster. Ich habe keine Ahnung. Gut, Antrieb, go. Okay, Triebwerk
Triebwerke sind gezündet und wir haben erstmal alles auf grün, sieht gut aus. Nix macht komische Fehlfunktionen. Haben wir den Motor als Target gesetzt? Ja. Okay. Es geht los. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was möglich ist. Mit dem kleinen Satelliten hier drauf. Der wohl kein Kommsat mehr wird, ob es ihm gefällt oder nicht. Bis hierhin, ja, wird langsam Routine, oder? Proton und Kashi, ich habe dich schon bemerkt. Ich habe mich tatsächlich nur noch nicht dazu hinreißen lassen, dich zu begrüßen. Das ist alles. Hallo Kashi. Hab dich schon mit deinem ersten Satz bemerkt. Ich war gerade nur zu beschäftigt mit dem Basteln. Dich habe ich wirklich nicht bemerkt. Hallo! Ich fühle mich nicht sicher. Ich sage nur, es wird langsam angenehm, die Raketen zu starten, weil ich bin auch forschungstechnisch für die neuen Booster-Triebwerke außen. Die haben ihre 10.000 Punkte maxed out. Das mittlere macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil das eine neue Variante ist. Das ist noch, hat noch nicht so viel Daten drauf. Die anderen Triebwerke sind mittlerweile alle, weil ich halt... Es hat halt einen Vorteil, mit dem alten Rotz relativ lange zu fliegen. Ich habe ihn halt mittlerweile echt oft geflogen. Und so anfällig die Vierfachbooster natürlich auch sind am Anfang, mittlerweile sind sie relativ stabil und ich bekomme natürlich auch das Vierfache an Daten auf die Triebwerke drauf, wenn ich vier gleichzeitig benutze. Wie gesagt, das mit der mittleren Stufe, da muss ich mir irgendwann nochmal was überlegen, aber hey, irgendwas ist immer. So, jetzt ziehen wir mal langsam die Nase runter, damit ich nicht zu steil gehe. Wie gesagt, nee, zu sicher werde ich mir nicht. Letztendlich ist jeder Start ist ein Risiko. Jeder Start kann natürlich, also wenn eins von den Dingern ausfällt, dann werden lustige Sachen passieren. Dann beginnt die Rakete relativ schnell zu spinnen. Da muss man realistisch bleiben. Also hier kann jede Rakete trotzdem noch voll in die Hose gehen. Daher Übermut gibt es da nicht. Oder zu selbstsicher werden. Und das wird sich, denke ich, auch niemals ändern. Also ist die Idee, eine zweite Mars-Mission zu bauen, wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. So, ich versuche jetzt mal relativ schnell, relativ effizienten Aufstieg zu machen mit einem flachen Kursansatz. So, wir gehen jetzt gleich in die Separation rein. Booster-Set sauber durch, das sieht gut aus. So, und wir sind auf unserer Stage 2 unterwegs. Und machen jetzt auch gleich mal unser Fairing auf. Das sieht auch gut aus soweit. Sehr schön. Also unser kleiner verhutzelter Satellit liegt oben quer auf seiner Stange. Ja, und ich habe echt keine Avionics in der obersten Stage. Da muss ich mir echt was überlegen. Also es wird so ein One-Shot-Ding. Ist die Gefahr da nicht auch nicht groß auf mehr Tote, wenn man es ausfallen kann? Kashi, das verstehe ich nicht. Also natürlich, wenn da Personal drin sitzt, ist natürlich eine gewisse Gefahr drin oder dabei, dass das schief geht. Ja, klar. So, wir lassen ihn jetzt einfach mal dem Orbit folgen. Gut, jetzt muss ich mir mal angucken, was unser Mondanflug hier so tut. Also da drüben wäre... Also wir gehen jetzt so... So rüber.
Dann kämen wir hinten rumgeflogen und könnten relativ exakt auf dem Descending, wahrscheinlich wird das dann sein, auf dem Descending Node natürlich einen Manöver planen, um darüber zu fliegen. Das Problem wird sein, dass ich das Teil hier einmal ausrichten und zünden kann. Also beziehungsweise ich kann es tatsächlich nur so lange ausrichten, wie ich diese Stufe noch dran habe und den Satelliten da vorne dafür missbrauche wahrscheinlich. Und dann ist es so ein Fire and Forget-Ding. Also was jetzt problematisch wird, ich muss mit dieser Stufe hier schon in den Orbit kommen, damit ich überhaupt eine Chance habe, das zu tun. Sonst wird es irgendwie albern. Obwohl, ich könnte Mech-Jab ein bisschen nutzen dafür. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen Höhe nehmen. Solange das noch geht. Damit ich hier nicht zu sehr wieder zurückkomme. Echt eine lausig geringe Thrust Weight gerade. Ist nicht so schön. Aber in der nächsten Stufe wird alles besser. So, aber wir dürfen nicht zu nah an die Apoapsis kommen. So, mit Mech-Jab cheaten, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich will Mech-Jab einsetzen, um das Manöver zu halten, wenn meine Avionics gesperrt sind. Das müsste eigentlich funktionieren. Das müsste eigentlich funktionieren. Also es ist nicht cheaten, es ist Mech-Jab benutzen und hat ja auch so ein paar Nachteile. Ich kann halt nicht händisch nachsteuern. Ich muss mich dann auch auf Mech-Jab verlassen. Alternativ könnte man natürlich gucken, ob es der Flight Computer für mich machen kann. Das wäre auch noch ein Versuch wert. So, 25 Sekunden noch bis zur APO. Ich hoffe, dass er sich gleich halbwegs fängt für die Nummer hier. Wir haben schon ganz gut Geschwindigkeit drauf. So, die nächste Stage sollte uns überschlagen in den Orbit bringen können. Also selbst mit ein paar Verlusten durch so lustige Manöver wie jetzt gerade. Und Kasper Larsson, vielen lieben Dank für dein Follow und viel Spaß beim Zuschauen. So, und wir machen jetzt mal alles fertig, um auf die dritte Stage zu gehen. Wir haben jetzt die Apoapsis gefangen. Das heißt, ich gehe jetzt für die Separation mal ein bisschen flacher rein. Da können wir gleich gegenarbeiten. Und wir haben Stage Sep und das Triebwerk ist durchgezündet. Sieht gut aus. Also, wir sind weiterhin unterwegs in Richtung Mond. Alles gar nicht so schlecht bisher. Gut. Mal gucken. Mal gucken. Unsere oberste Stufe hat. Wie viel Delta V waren da drin? Ein paar hundert, ne? Es wird alleine nicht reichen, um den Mond zu bremsen oder an den Mond ran zu bremsen. Aber vielleicht habe ich in der anderen Stage noch ein bisschen was drin. Und auch an Tarsin natürlich vielen lieben Dank. Willkommen bei den Kommonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt ziehe ich nochmal das Näschen hoch, damit wir die Apoapsis nicht zu weit verlieren. Wir haben eigentlich eine ganz gute Thrust-Weight-Ratio und auch schon eine gewisse Geschwindigkeit. Das heißt, ich müsste sie jetzt relativ schnell nach vorne gezogen bekommen. Ja, da kommt sie auch schon. Das sieht gut aus, dass wir nicht zu weit wieder tief fallen. Wäre alles verschwendet. Liebesmüh, das ist natürlich jetzt genau das, was ich meinte mit dem leichten Verschnitt, den wir nochmal haben. Aber, wie viel Ignition hat das Ding? Nur eine, alles klar. Aber, das sollte dann relativ gut aussehen, dass wir mit dieser Stage hier in den Orbit gedackelt kommen. Drehung wird halt spannend. So, Time to Apoapsis. Hier im Moment wieder eine kleinere Zahl. Da haben wir sie. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir sie knapp vor uns halten, um mit so wenig Verlusten wie möglich zu fliegen. So sieht's gut aus. Jupp, 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 jupp. Da haben wir sie gleich.
So, wir haben jetzt 4,7, wir haben noch 3,4 im Tank. Damit reicht's eigentlich mit 300 bis 400 Delta V Reserve in den Orbit hoch. So, wir sind jetzt auch auf der Höhe soweit, dass wir die Apoapsis haben. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen flacher, um noch mehr Gravitationsverluste einzusparen. Ja, wird im Prinzip einfach nur ein Stunt, den Mond sauber anzupeilen. Denn also der Delta-V-Ansatz reicht auf jeden Fall locker flockig, um zum Mond zu kommen. Das Problem ist halt einfach nur, ich habe hier irgendwie für 200 Kilogramm Avionics vorne ran gebaut. Das war natürlich ein bisschen dämlich und war auch dämlich, nicht im Redesign oder im zweiten Teil der Rakete mal dran zu denken, das gerade zu ziehen. Ja, für die Mars One Probe habe ich es gemacht, von daher. Es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren bei mir. Und Sidious, vielen Dank auch für dein Follow. Willkommen und viel Spaß beim Zuschauen. So, die Apo kommt jetzt gleich langsam. Ich ziehe sie jetzt einmal kurz vor mit einem kleinen Hauruck. Einfach weil wir den Puffer haben. Da ist sie. So. Ich möchte nicht noch tiefer gehen. So, und jetzt halten wir sie schön vor uns. Einfach auf der Apoapsis in Orbit. So, das sieht richtig gut aus. Wenn ich es überschlag, im Kopf haben wir immer noch so bei 6,7 können wir mal gucken. 6,7, 1,4, also wir haben immer noch 400 Delta V Puffer. Alles wird gut. Alles wird gut. Warum zeigt er da nichts an? Danke. Okay, wir verbrauchen ein bisschen viel Strom gerade. Das sind natürlich die Avionics, die so viel fressen. Da, 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 da. So, da kommt der Orbit. Und wir sind im Orbit angekommen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier sind noch 212 Delta V drin. Die können wir uns auch mal getrost sparen, ehrlich gesagt. Wie machen wir das von der Zündung her? Es wird wahrscheinlich einfacher sein. Okay, wir rotieren noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wenn da der Mond ist, wartet mal. Leck, leck, leck. Wenn da der Mond ist, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit ein wenig zu früh starten, wenn ich jetzt starte. Habe ich so die Befürchtung. Düt, 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 düt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir nicht ein paar Orbits warten können. Die Frage ist halt. Oh, wartet. Oh, das ist erschreckend gut. Was ist da los? So. Mond da, ich hier. Warum funktioniert das so hervorragend? Das ist ja fürchterlich. So. Mond da, ich hier. Jetzt machen wir mal den guten alten Manöver-Node-Editor auf. Und gucken mal, was passiert. Nichts Gutes. Okay, da kommt er daran. Was ist hier? Da geht er weg. Da kommt er ran. 10er Schritte bitte. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Nope. 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 So. 43 Mille. Das war schon in die falsche Richtung. Okay, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wir haben ja noch eine Probe und wir müssen nur den Impact schaffen. Gut. So viel erstmal dazu. Ja, das Real Solar System ist auch sehr interessant. Jetzt die Frage, hält er sich very stable durch die Rotation oder nicht? Wir werden es sehen, ne? Gut, am Ende des Tages das aus. Können wir jetzt gleich mal gucken, dass wir einmal eine Abtrennung machen.
Okay, genau das war meine Befürchtung. Also Avionics sind geblockt. Aber jetzt haben wir schon mal nicht mehr ganz so viel Probleme. So, jetzt time warpen wir mal in die Nähe des Manövers. Ich möchte nämlich sehen, ob der. Nee, das war meine Befürchtung. Ob der stable bleibt. Bleibt er aber nicht. Gut. Hui. Wie schlimm geht's dem Strom? Dem Strom geht's okayisch. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Gut, also, wartet mal. Jetzt ist es wieder very stable. Okay, das scheint sich durch die Rotation aber zu recovern. Das wäre okay. So. La 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 la. La la la. La la la. Rotieren, 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 rotieren. Ich glaube, mir wird gerade schlecht. Nie vergessen, die Uhr zu fixieren. Ach, guck mal, wir überholen gerade wieder unser eigenes Trümmerteil. So, jetzt nochmal Probe aufs Exempel. Wenn ich rausgehe, wird er wieder stable. Sehr geil. Oh, die Rotation rettet uns gerade ein bisschen das Leben. Dadurch bekommen wir nämlich das Triebwerk stabil. Und dann würde ich jetzt Folgendes tun. Ich würde dann nämlich Mechchip sagen, oh, halt mal Manöver Prograde oder irgendwie sowas. Das ist ja ein grober Prograde, ne? Ja. Flieg mal dem Manöver. Und dann zünden wir einfach das Triebwerk durch. Und dann kann Mechchip nämlich plötzlich das Manöver halten. Das sieht gut aus. Mal gucken. Warum habe ich gerade keine. Nein, ich bin so dumm. Nein, Freunde. Ich habe einen ganz groben Fehler gemacht. Ich habe dieses Antennchen hier nicht ausgefahren. Und ich befürchte, ich habe gerade meine einzige Verbindung nach unten rausgehauen, weil mein Omnicore wahrscheinlich nicht genug Reichweite dafür hat. Ah, dummer Fehler. Wie viel Omni hat der? Omni-Range 200 Kilometer. Das Problem ist, ich bin gerade 500 Kilometer hoch. Okay, Manöver abgesagt. So, ich muss jetzt eine Runde extra drehen. Leider um den Planeten. Das ist aber nicht so wild. Also ich krieg Kontrolle nochmal über das Ding, weil meine Periapsis ist unter 200 Kilometer. Wenn ich irgendwas überfliege, also die Probe ist nicht verloren. Alles ist gut. Wenn ich irgendwas über. Wartet mal, da ist irgendwie eine Funkverbindung gerade. Geil. Okay. Jetzt holen wir erstmal kurz die Antenne raus. Ich treffe schon wieder nichts. Activate. So. Gut. Jetzt nochmal Manöverplanung. Jetzt müssen wir nochmal die Stelle suchen. So, wartet mal. Kriege ich irgendwie. Ne, kriege ich von hier. Ich gehe jetzt mal kurz über das Space Center raus, weil irgendwie dieses Backspace Focus View zurückziehen funktioniert irgendwie nicht in diesem völlig übermoddeten Ding. Ich weiß überhaupt nicht warum. Wahrscheinlich wegen den 50 Mods, die installiert sind. Und deshalb gehen wir jetzt einfach einmal kurz auf die Probe wieder drauf. Und ich gucke mal, ob ich es von da aus schaffe, wo ich jetzt gerade bin. Ich befürchte nicht. Ich befürchte nicht. Mal gucken. Ja, und Pü, falls du noch da bist, tschüss und gute Nacht. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen. Welcher ist jetzt der richtige? Ich glaube, das ist der Satellit. Hoffe ich. Dididim, dididim. Sex sells. Ja, gut. Hashtag ohne Socken. So. Na, was? Ja, war unser Nupsi-Satellit. Das ist schon mal gut. So, also wir haben jetzt eine Verbindung. Das ist gut. Und wir sind am Ascending Node. Das ist nicht so gut, weil es genau. Doch, wartet mal. Bin ich schon vorbei am Ascending? Wo lang fliege ich? Das ist cool, wir sind noch unterwegs zum Ascending. Geil, wir haben es rechtzeitig gefixt bekommen. Haha, noch 5 Minuten Zeit. Alles ist super, wir machen das genauso wie vorher. Hat sich jemand die Zahlen gemerkt? Verdammt. Irgendwie grob zum Mond erstmal. Alles weitere besprechen wir später.
Los, 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 ab zum Mond. Oh, das ist aber geil, dass das noch klappt. Irgendwo da. So. Zack. Grob. Der Rest sind Feinheiten, da können wir das Triebwerk nochmal nachzünden. So, jetzt, wir rotieren da lang. Jetzt brauche ich hier irgendwie diesen Manöver. Wie heißt denn der? Manöverplaner ist es nicht. Smart S heißt das Ding, ne? Ich benutze es so selten. Advanced? Nee. Target? Note. Jetzt fliegt er doch den Manöver-Note, oder? Wenn mich jetzt nicht. Ich bin nicht so gut da drin. Falls irgendjemand Ahnung vom Mech-Chip hat, dürfte er mir das gerne mal sagen, ob er jetzt den Note fliegen würde. Ich hoffe es ehrlich gesagt. Und werde dann jetzt gleich in ein paar Minütchen mein krasses Triebwerk durchzünden, in der Hoffnung, dass Mech-Chip das tut, was Mech-Chip tun soll, nämlich auf den Manöver-Note gehen. Fliegt das Manöver. Okay, dann schalte ich ihn jetzt einfach auf Note und hoffe das Beste. Gut. Wir können noch ein bisschen Zeit raffern. Ist für euch, glaube ich, auch gerade ziemlich finster. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Es kommt gleich Triebwerkabgase, versprochen. Lampen haben wir leider noch nicht. Oder andersrum, ich habe keine verbaut. So, ich werde jetzt bei der Rotation zünden. Very stable. Sieht eigentlich alles gut aus. 3, 1, Risiko. Kontrolle ist da und bam, wir sind unterwegs in Richtung Mond. Haha, niemand kann uns aufhalten. Ja, dann können wir jetzt mal gucken. Mal gucken, ob das nicht zufällig ausreicht, um mit dem Treibstoff, der da noch drin ist, also in dieser Rakete, wird ja noch ein wenig Treibstoff, also wir blasen jetzt knapp 3000 raus. 5000 und ein bisschen waren drin in der Stage. Wenn wir uns damit weit genug abbremsen, können wir vielleicht dieses lustige Probe-Ding. Hatte ich den Lunar Impactor eigentlich angenommen? Nicht, dass ich das schon wieder vergessen habe. Das wäre schon wieder sehr peinlich, ne? Oh, Freunde, ihr müsst mich echt daran erinnern, dass ich diese Verträge annehme, ne? Kann man Lunar Impact dann noch später annehmen? Ihr macht das hier schon wieder ohne Vertrag, ne? Warum passt denn keiner auf mich auf? Ihr müsst doch den. Ach Gott, da unten ist er, Gott sei Dank. Ihr müsst doch den verwirrten alten Mann am Arbeiten halten. Hat das Launch a New Vessel? Schade, dann können wir die Landung nicht später machen. Impact the Moon. Wir können ja einen weichen Impact machen. Aber ich würde mal probieren, wie weit wir das runterbremsen können, weil in der Theorie brauchen wir, wenn wir das hier runtergeraucht haben, also wir blasen jetzt gerade 3000 und ein bisschen raus für ein Intercept, dann bräuchten wir nochmal 680 für eine Bremsung und dann nochmal 1730 für eine Landung. Mond, Moon ist doch alles das Gleiche. Ihr wisst, ich habe ein bisschen zu lange Kerbal Space Program gespielt. Bei mir ist es der Moon. Und wenn ich Moon sagen will, ist es der Mond. Guck mal, mit so ein bisschen Lagerfeuer-Romantik sieht man sogar, was hier im Dunkeln passiert. Kann das mit den Abgasen im Orbit schädlich für die Umwelt sein? Also es ist schon prinzipiell noch in der erweiterten, was ist das dann, Ionosphäre? Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. UDMH und die meisten anderen Treibstoffe sind auf jeden Fall nichts, was du dir in die Haut einmassieren solltest. Aber es sollte sich da oben eigentlich relativ schnell im Vakuum verteilen, weil das normalerweise rausdiffundieren, wegtüdeln sollte, weil es so weit draußen ist von der Atmosphäre. Aber ich bin da kein Experte drin, also ich kann es dir nicht wirklich beantworten. Genau, und damals war es eh allen egal. Was? Diese Rakete fliegt mit FCKW? Das ist ja hocheffizient, da können wir ja noch einen Kühlschrank einbauen. So. Gut, gut, gut. Habe ich da einen Decoupler rangebaut? Gott sei Dank, ich habe da einen Decoupler rangebaut. Gut, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass ich an der richtigen Stelle ausmache. Also wir werden nochmal so kleinere Korrekturen natürlich vornehmen können.
Aber diese jene welche werden uns natürlich RCS Fuel kosten. So, jetzt Konzentration, das möglichst auf 0 Delta V zu stoppen. Mal gucken, wie nah ich wirklich rankomme. Naja, 2,8 drüber, das dürfte uns... Oh, es ist aber ein Moonflyby, okay. Es ist immer noch am Mond, also von daher alles gut. Das heißt, wir erlegen dieses Manöver mal. Und jetzt müssen wir uns mal angucken. Also wir kommen von hinten drüber gekachelt. So. Und müssen uns dann mal so eine kleine Mid-Course-Correction wahrscheinlich überlegen. So, off. Dankeschön. Gut, die gute Nachricht ist, wir sind unterwegs. Jetzt gucken wir mal, ob die gute Nachricht auch immer noch ist. Wir kriegen Strom, sobald wir wieder in der Sonne sind. Ich mache das jetzt mal hier. Public Service Dingsbums. Wir rotieren uns. Oh, und die doppelt gute Nachricht ist, wir rotieren auch endlich wieder. Guckt mal, unsere Batterien laden sich auf. Manchmal zumindest. Und mit der Rotation müsste theoretisch... Very stable. Das heißt, wir können den Trick nochmal wiederholen mit dem Zünden. Und dieses Triebwerk hat noch 4 Zündungen übrig. Davon würde ich jetzt eine verbrauchen für eine Kurskorrektur. Jetzt müssen wir aber tatsächlich mal gucken. Da. Wir kommen von da hinten reingeeiert. Ist die große Frage. Was hilft uns? Was hilft uns? Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das war aber ein bisschen zu viel des Guten. Okay. Was wäre damit? Das sieht richtig gut aus. Also ich will jetzt erstmal einen relativ sauberen Anflug so nah wie irgendwie möglich an den Mond ran. Als Mid-Course-Correction machen. Weil jetzt kostet es uns noch nicht ganz so viel. 4 Mille. So. 2 Mille. 1 Mille. Ja. Komische Sachen mit den Manövern passieren. 800k. Das sieht gut aus. Yep. Das war ein bisschen viel des Guten. Okay. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wenn wir da unten sind, haben wir auch noch... Nö, haben wir nicht. Okay. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich nicht ganz so viel... Gut, das planen wir gleich noch durch als Manöver. Aber das sind jetzt erstmal 129. Die sind erstmal schon mal prinzipiell eine gute Investition. Das heißt, wir können jetzt mal 3 Tage nach vorne hüpfen und währenddessen noch gucken, ob es was zu tun gibt für uns. Haben wir die Rakete im Bau gegeben? Ja, wir haben die Rakete im Bau gegeben, ne? Ja. Also, Strom sieht diesmal gut aus, das habe ich ordentlich gebaut. Also diesmal muss ich nicht irgendwelche Cheats machen oder Cheats, also Workarounds Space Center, während wir uns hier langsam von der Erde verabschieden. Da rotiert sie übrigens fröhlich vor sich hin. So, und wir werden jetzt gleich wahrscheinlich einmal aus dem Warp gerissen. Nämlich, wenn das Launchpad Reconditioning fertig ist. Was dann jetzt der Fall ist. So, vielen Dank. Also, wir können wieder Raketen starten. Das ist eine gute Information. Jetzt hätte ich mal vorgeschlagen, wir fügen das hier auch noch mit hinzu, dass wir auf keinen Fall unser cooles Manöver verpassen. So, irgendwo kommt doch jetzt bald mal der Mond, hoffe ich. Naja, schauen wir mal. Scheinbar noch ein bisschen weit weg. Hat schon jemand gesehen? Irgendwo muss er sein. Hallo, Mond? Kommt wahrscheinlich wie so ein japanischer Jagdflieger aus der Sonne. So, die Erde wird immer kleiner. Hui, wir drehen uns immer schneller.
So, ein Tag, 21 Stunden noch. Bom, 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 bom. Und wie gesagt, das hier wird nicht nur ein Mond-Impactor, sondern das wird auch der glorreiche Versuch, ob wir es schaffen können, das Ding zu landen. Das wäre richtig geil, wenn das klappen würde. So, jetzt aber erstmal. Alter, du holst mich aber schon aus dem Warp raus, oder? Nö. Hui. Holt er mich aus dem Warp raus? Ja. Okay, sehr schön. Gut. Gut, 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 gut. Wir rotieren fröhlich für unsere 4 Sekunden Zündung. Das muss ich jetzt ein bisschen gut timen und auch rechtzeitig wieder ausmachen. Weil wir jetzt natürlich mit relativ hohen Thrust-Weight-Ratios unterwegs sind. Also das ist jetzt so ein bisschen. Also mit der kleinen Engine würde ich es hämmern. Also im Prinzip immer so anmachen und relativ schnell wieder ausmachen. Aber das funktioniert mit der hier natürlich nicht so gut, weil ich habe nur 4 Ignitions und die muss ich mir relativ gut einteilen. So, jetzt sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Ich lasse ihn jetzt noch eine Rotation machen, in der Hoffnung, dass ich gut an die 4 Sekunden Zündung rankomme. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät werden, wenn ich mal raten muss, weil wir ein bisschen langsam rotieren. Aber unser Propellant ist stable durch die Rotation. Das ist ein guter Effekt. Das spart uns irgendwelche Zaubermaßnahmen, die wir ergreifen müssen, um zu allergen. Also das ist jetzt übelste Russentechnologie, was wir hier machen. Das ist wirklich, das würde sich, glaube ich, kein Amerikaner jemals auf die Fahne schreiben, dass er so seinen Tank allergt, indem man den Mist rotieren lässt. Aber wir ziehen das einfach durch. Hier wird auch der letzte Mist noch zum Mond geschickt und erfolgreich gelandet. Und wenn wir Klebeband dran machen müssen. So ist das halt in Russland. Nee. Und es geht los. Kommt sie nicht gerade? So. Oh. Und zack. Damit muss ich jetzt mal leben. Ja, das ist okay. Das ist okay. So, der schöne Nebeneffekt ist, dass diese Stelle des Manövers jetzt aber auch sauberen Funkkontakt zur Erde hat. Das heißt, wir können hier, wir haben noch 1900 Delta V in der Stufe. Haha, wir reizen diese Stufe aus bis zum bitteren Ende. Bis zum allerbittersten Ende. So. Oh, hätte ich bloß noch ein bisschen Science mitgenommen, ne? Wir sind hier in einen schönen, schönen Polarorbit gekommen. So. Zack. Dann gehen wir hier schon mal auf 204 Kilometer runter. Meine Überlegung wäre jetzt nämlich zu sagen, wir kommen ja dann hier quasi auf eine Seite, die. Ah, müssen wir mal gucken, ob man da die Erde sehen kann. Ja, müsste man. Dann könnten wir hier irgendwo eine Landung anstreben. Mal gucken. Also, ein Landeversuch. Am Ende des Tages, der Vertrag sagt, schlag hart auf. Das können wir alles hinkriegen. Ich mache einfach kurz vorher das Triebwerk aus, wenn ich sehe, dass es prinzipiell funktionieren würde. Aber dann wissen wir schon mal, ob die Mission. Luna Gedönsheimer hier, Luna Landing, prinzipiell eine machbare wäre. So, ihr seid hoffentlich genauso gespannt wie ich. Ich mache mal wieder einen Alarm rein, damit keine schlimmen Unfälle passieren. Was, 5 Tage? Was denn hier los? Echt jetzt, 5 Tage? Wow, das ist voll lange hin. Na gut, dann Zeitraffer, wa? Hilft ja nix. Hilft ja nix, da zeitraffern wir uns jetzt durch. Währenddessen rotiert die Erde fröhlich vor sich hin. Wir auch. Ach, wir sind noch nicht mal in der Mondeinflusssphäre. Ein schweres Wort. Darauf Prost. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Whisky mitnehmen sollen. So. Ja, Fun Fact, die dunkle Seite des Mondes ist natürlich nicht die dunkle Seite des Mondes, denn auch der Mond kriegt auf jeder Seite mal Sonne ab. Die dunkle Seite des Mondes, wie sie so gerne genannt wird, ist die erdabgewandte Seite des Mondes. Ich will da nicht kleinlich sein, aber so ist es leider. Also, wenn Decepticons, dann bitte auf der erdabgewandten Seite des Mondes und nicht auf der dunklen Seite des Mondes. Das ist wissenschaftlich einfach nicht korrekt und das kann ich so nicht hinnehmen. Das gleiche gilt für Nazis auf der Rückseite des Mondes oder andere Konstrukte, die man so bauen möchte als Verschwörungstheorie. Es ist niemals richtig, wenn man dunkle Seite des Mondes sagt.
Mit allen anderen Sachen kann ich leben. Wie gesagt, erdabgewandte Seite oder bla bla Seite. Das ist mir alles total egal. Guck mal, weil dunkle Seite des Mondes zeigt momentan eindeutig auf die Erde, denn es ist verdammt nochmal Neumond. Versteht ihr das? Tatsächlich, Cookie, weil ich erst zurückfalle. Richtig. Trotzdem finde ich, dass es ganz schön lange dauert. So. So, jetzt machen wir gleich, wie gesagt, unser Spiel nochmal. Der Burn ist jetzt ein bisschen länger. Der kostet uns 913 Delta V. Dann haben wir noch knapp 900 und wir sind in einem relativ niedrigen Mondorbit. Relativ niedrig. Wir brauchen 1730. Ich glaube nicht, dass in der Probe nochmal 800 Delta V drin stecken, ehrlich gesagt. Wir werden es sehen. Aber ich glaube es nicht. Deshalb wird das wahrscheinlich eh nichts mit einer sanften Landung, aber das Konzept ist zumindest schon mal. Schon mal getestet. Also prinzipiell hat natürlich alles eine dunkle Seite, aber es ist nicht mal die gleiche. Es ist halt die Seite, die gerade dunkel ist. Weil die meisten Dinge drehen sich halt und es würde nur dann eine dunkle Seite eines Objektes geben, wenn es gezeitengebunden mit der Sonne wäre oder mit seinem Stern, den es umkreist. Und das wäre ein echt unangenehmer Planet. Der wäre nämlich auf der einen Seite ziemlich warm und auf der anderen Seite ziemlich arschig kalt. Im Trappist-System, wo diese sieben erdähnlichen Planeten entdeckt worden sind, ich glaube, da gibt es die Vermutung, dass ich glaube, die inneren drei oder vier wahrscheinlich gezeitengebunden. Oh, schon wieder zu viel Quatsch. Ich gehe mal aufs Manöver. Gezeitengebunden mit ihrem. Alter, der Note ist aber woanders, ne? Ich habe Note gedrückt. Danke. Sehr nett von dir. Gezeitengebunden mit ihrem Stern sind. So, ich bin mal ganz kurz ruhig, um zumindest, wenn ich schon die Bremsung ein bisschen verkackt habe, das Manöver halbwegs ordentlich zu machen. So, also die Zündung ein bisschen zeitlich verkackt habe. So, wir haben noch zwei Ignitions übrig und 866 Delta Vs. So. Da kann man noch was draus machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, da ist die Erde. Das heißt, wenn wir hier so landen, dann haben wir. Naja. Ich habe mir aber auch wieder einen geilen Orbit gebaut, ne? Also, wenn, dann müssen wir, glaube ich, hier runtergehen, um Kontakt zu halten. Der Tag, an dem sie Kontakt hielten. So, das wird ziemlich finster, würde ich mal sagen. Ja. Und wir verbraten natürlich auch direkt mal so ziemlich fast. So. Die Stelle sieht aber so aus, als ob sie Verbindung zur Erde hätte. Das heißt, wir hätten relativ lange oder vielleicht sogar bis zum bitteren Ende Kontakt. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Noch ist der Igel nicht gelandet, aber vielen lieben Dank, Hörnerice, für dein Abo oder Hörnchen. War ja, glaube ich, auch in Ordnung. Und ja, mal gucken, ob wir heute einen Mini-Adler oder was auch immer Adler auf sowjetisch heißt, gelandet bekommen. Ein Versuch ist es zumindest wert, aber wie gesagt, ich glaube, dass es Delta V technisch nicht ganz hinhaut. Letzten Endes steht und fällt es damit, wie viel Delta V in dieser kleinen Sonde da oben drin sind. Aber vielleicht können wir es ja ein Stück weit abbremsen und einen sanften Einschlag draus machen. Es ist halt ein Probelauf. Wir machen das wie in der normalen. Fuck, es dreht sich nicht, oder? Dreht es sich nicht? Es dreht sich nicht. Scheiße. RCS. Ich brauche RCS. Schnell. Dieses Lag ist fürchterlich. Also, das ist kein Spiel-Lag. Das ist jetzt natürlich. Induziertes Lag mit 1,3 Sekunden, weil ich am Mond unterwegs bin. Das ist einfach Lichtgeschwindigkeit für meine Funkverbindung. So, zack, RCS an. Komm schon, RCS an. Ah, verdammt, ich kann RCS nicht anschalten, weil ich keine. Nein! Okay, dann müssen wir das jetzt anders machen.
Dann kommt jetzt der Punkt, wo die Dinger hier ihren Dienst tun. Also, wir wollen den Node haben. Wir zünden jetzt diese blöden Ausrichtungsgedönstriebwerke. Die hatte ich ja mal zum Allagen. In der Hoffnung, dass ich mich stark genug allage, damit ich hier arbeiten kann. So, ich bin mental total vorbereitet. Aber die Zündung hat nicht funktioniert. Komm schon, zünde den Scheiß. Das war unerwartet. Also die gute Nachricht ist, wir haben Avionics zurückbekommen. Die schlechte Nachricht ist, irgendwas ist ganz fürchterlich schiefgegangen. What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Was hat er denn da jetzt abgesprengt? Ja, es rotiert jetzt auch, genau. Es hat jetzt auch Avionics. Und es ist auch prinzipiell immer noch ein Probe Core. Aber alles andere ist kaputt gegangen. Nanu, jetzt muss ich mal kurz... Ha. Irgendwas? Irgendwas hat es jetzt zerlegt. Gut, das ist jetzt halt so. Müssen wir halt nochmal einen Mond-Impactor starten. Wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Der wird auch nicht mehr impacten. Der tüdelt jetzt hier für immer verloren im Orbit um den Mond herum. Ja, da drüben ist der Rest vom Schützenfest. Was ist da passiert? Irgendwie hat er ihn abgesprengt, statt die Dinger zu zünden. Und ist dabei explodiert. Soweit kann ich's. Ach, guck mal, da ist auch ein... Wait. Mein Satellit ist noch da. Das ist alles super. Hahaha. Ihr dachtet, die Mission ist gescheitert. Diese Mission ist nicht gescheitert. Fragt mich nicht. Irgendwas ist da fürchterlich schiefgegangen beim Staging. Aber... Ich habe gewonnen. Es ist noch okay. Hey, ich kann zwar nicht mehr landen, aber für den Impact wird es wahrscheinlich reichen. So, zack. Add Manöver. So, wir haben... Jetzt wird es natürlich spannend. Also, war eine unkonventionelle Decoupling-Methode, die kurz einen Moment so aussah, als ob hier alles in die Luft geht. Okay, Engine ist auch an. Ich habe minus 1000 Delta V. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Ich möchte gerne Control from hier machen. Dann habe ich 1000 Delta V. Okay. Gut. 1099 Delta V sind natürlich eine schöne Sache. Die können wir eigentlich jetzt mal direkt nutzen. Ach komm, wir machen den Impact jetzt, oder? Add Manöver. Wie viel müssen wir bremsen? Reicht. So. Zack. Zack. Lass mich kurz gucken. Hör auf zu drehen. Hör auf zu drehen. Hör auf zu drehen. Ich sagte, hör auf zu drehen. Danke. Dreh dich mal darüber. Stop. So. So. Sehr schön. Ja, ich wintere die Mission mal wieder hin. Das ist total korrekt. Das ist total korrekt. Nichts anderes hatte ich vor. So. Gut. Ich würde mal sagen, Feuer frei. Das Ding hier brennt eine Weile. Ihr macht den Antrieb mal an, ne? So. Und wir bremsen das Ding jetzt auf jeden Fall mal in eine stark suborbitale Bahn. Denn sobald die Periapsis hier nicht mehr eine positive Zahl anzeigt, haben wir auf jeden Fall schon mal diese Stelle mit dem Impactor geschafft. Was jetzt der Fall wäre. So. Und dann haben wir hier irgendwo die Erde am Start. Da so. So, und was wir jetzt machen, ist quasi hier so irgendwie landen, in der Hoffnung, dass wir, naja, bis zum bitteren Ende unser Triebwerk brennen lassen, um mal zu gucken, wie langsam wir eigentlich werden können. Mal schauen. Also das wird auf jeden Fall ein Impact. Wir haben nicht genug Treibstoff, um das Ding komplett abzubremsen für eine echte Mondlandung. Was? Winter hat mir gesagt, dass er auf jeden Fall nach der Mondlandung weitermachen will. Ja, definitiv. Also das Space Race ist jetzt innerhalb meines RSS, ich sag jetzt mal Playthroughs, wie auch immer man RSS durchspielen will, ist das eine Phase. Also ich werde jetzt nicht, wenn das Space Race durch ist, sagen so, oh,
Dann kann ich ja jetzt aufhören, sondern ich habe total Bock zum Mars zu fliegen. Vielleicht auch zu Venus, aber mehr Bock zum Mars. Ich habe Bock, eine Voyager-Mission mal zu machen. Also da kommt noch ein bisschen was. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich glaube, wir sind noch eine ganze Weile mit der Space Race-Geschichte beschäftigt, bis wir das erste Mal erfolgreich auf dem Mond gelandet sind. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Und nee, die Delta V hätten nicht gereicht. Also aus einem, einfach um euch mal eine Vorstellung zu geben, aus einem Low Orbit vom Mond, also 100 Kilometer rundrum, und ich war sogar noch ein bisschen höher, eine Landung hinzulegen, reden wir über 1730 Delta V. Die Probe hatte am Anfang 1088. Also ich hatte von vornherein nie eine Chance, eine Landung zu machen. Also das funktioniert nicht. Das ist alles ein bisschen größer und ein bisschen schwieriger und ein bisschen mehr Delta wie ich. Genau, so was wir jetzt mal machen, ist abstürzen. Hahaha, abstürzen. So, wir lassen es jetzt mal ein bisschen fallen. Ich hoffe, dass da nicht zu schnell der Mond in den Weg kommt. Also zum Thema Funkverbindung zur Erde. Habe ich eigentlich hier mein Nupsi-Ding offen? Ja. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas Sciences bei rum, aber ich befürchte nicht. So, wartet mal, jetzt müssen wir noch mal gucken. Also zack, zack, RCS an, zack, Retro für Surface. So, ich lasse ihn jetzt einfach Retro Surface zeigen und gebe Hackengas, würde ich mal sagen, um mal zu gucken, wie weit wir das noch verzögern können, weil wir werden jetzt bald aufschlagen in, naja, lang ist nicht mehr hin, ne? Minute bisschen oder so. Also wir sind ziemlich schnell unterwegs. Wir verzögern es jetzt noch so lange, wie es geht. Einfach, indem wir ihn Retro brennen lassen. Tausend in der Stage. Du beim, ja, also jetzt in der Stage, aber die Stage ist weg. Wenn es kaputt gegangen ist, trauert man dem nicht mehr nach, sondern guckt, wie man mit dem arbeitet, was man noch hat. Es ist einfach so. Die Stage ist aus irgendwelchen unerfindlichen Staging-Verzögerungs-Explosionsgründen weggeflogen und dabei kaputt gegangen. Und damit ist der Drops gelutscht mit der Stage. Keine Stage mehr. So ist es halt. Also ja, mit der Stage hätte das bestimmt funktionieren können. Ohne die Stage halt eher nicht so. So, ich denke mal, wir werden es noch knapp unter die 1000 Meter pro Sekunde schaffen. Es sind auch schon erste Feinheiten zu erkennen von der Mondoberfläche. Und es sieht ganz gut aus, dass wir tatsächlich das erste Mal einen Crash schaffen, der mit einer Verbindung zur Erde stattfinden wird. Und ich glaube, wir sind auch relativ gut in der Gegend, wo die Mondlandung stattgefunden hat, die erste. Also von daher gar nicht so schlecht, was wir hier tun. Gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob es noch irgendwie, naja, Space Near Moons Lowland, da wird nichts Besseres mehr kommen. Ja, Experimente wären es voll gewesen, aber wie gesagt, es war ja eigentlich ein Kommunikationssatellit. Und die schöne Nachricht ist, wenn das jetzt gleich klappt und wir schön einrasten, dann hat uns dieser Kommunikationssatellit, der niemals ein Kommunikationssatellit werden wird, immerhin noch knappe 100.000 in die Kasse gespielt, abzüglich der, ich glaube, 10.000, 15.000 Baukosten, 13.000, die er hatte. So. Und moin auch an den Mine Devil und noch nichts Wichtiges verpasst. Wir haben eine Mars-Mission in Bau gegeben und sind jetzt gerade zum Mond geflogen. Also so richtig abgefahrene Sachen sind noch nicht passiert. Jetzt stürzen wir gerade auf den Mond ab und ich würde sagen, ganz ehrlich, das kann ich auch mal zeitraffern. Das müssen wir ja nicht so sehr genießen. So, die letzten, ich sag mal, 10.000 Meter, die gebe ich euch dann ohne Zeitraffer. Das geht ja relativ schnell. Aber guck mal, das sieht richtig gut aus. Bumm, mit Erde. Also hier könnte man landen und die Erde sehen. Super Landestelle. Moon Impactor. Check. So, wir gehen zurück ins Space Center. Also, haben wir das mal erledigt. Jetzt ist die Frage, wir können jetzt natürlich uns, nee, können wir nicht, die Zeit vertreiben mit einer anderen Mission, denn wir benutzen ja gerade unsere Fab, um unsere lustige Mars-Mission zu bauen. Wir könnten allerdings natürlich gucken, dass wir die Mars-Mission hier zumindest mal um 10% beschleunigen. Das ist nämlich nicht so super teuer. Jetzt übrigens fast wieder 400.000 auf dem Konto. Dann können wir nämlich noch die Mars 2 machen. So. So. Zweimal beschleunigt. Mehr gibt's nicht. Das ist okay. So. Dann haben wir in 56 Tagen die fertig gebaut.
Und dann bauen wir die Mars 2 direkt mit, um das gleiche Startfenster zu nutzen. Und die Mars 2 werden wir die ein bisschen abspecken? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ach so, ja, Venus-Transferfenster. Oh Gott. Aber das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Ein Jahr, 56 Tage fürs zweite Venus-Transferfenster. Okay, ich glaube, wir können jetzt mal mit relativ gutem Gewissen. Ah, kommt, Thema gutes Gewissen. Ich gebe noch mal bisschen was aus. Einfach nur, weil ich schnell forschen möchte. 0,338 Science per Day mittlerweile. So. Gut, jetzt warpen wir hier mal ins Completum Meadow rein. Spricht da irgendwas dagegen? Ich überlege gerade, habe ich noch irgendeine lustige Mission, die mich foppen könnte? Nee. Warp to complete. Rüdel, 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 rüdel. Ah, das wird so gut. Das wird so gut, der Flug zum Mars. Oder er wird total beschissen, weil alles kaputt geht. Das werden wir dann sehen. Aber Versuch macht klug in diesem Falle. Versuch macht klug. Ich glaube, ich nehme bei der Mars 2 den Radarscanner ab, um noch ein bisschen mehr Delta V zu haben. Und ein bisschen schneller zu bauen. Das ist einfach so. Wenn die erste fehlschlägt, dann haben wir nochmal eine zweite, die ein bisschen einfacher ist. Und wenn die erste klappt, haben wir nochmal eine zweite, die cool ist, um coole Sachen zu machen am Mars oder so. So, wir laden die Mars 1. Zack. Machen bei der Mars 1 das Deckelchen auf und nehmen bei der Mars 1 diesen blöden Scanner ab. Und guck mal, das gibt uns direkt mal 300 Delta V. Natürlich auch ein bisschen Unwucht, aber 300 Delta V ist völlig in Ordnung. Oh, wartet mal. Und wir könnten einfach sagen, die Antenne war doch das leichtere von den beiden, ne? 0025. Null, ja. Pass auf, wir machen mit der hier folgendes. Wir bauen der hier zwei Relay-Antennen ran, weil das Problem ist, dass diese Relay-Antenne oder diese Antenne nur eine gewisse Reichweite hat. Nee, das ist dumm. Ich kann die nicht ausrichten und ja, vergesst einfach, was ich hier gerade tun wollte. Das habe ich nicht gesagt. Ich stecke da jetzt einfach die Antenne wieder ran und alles wird gut. So, aber wir machen es auf die andere Seite von den komischen Experimenten, damit sich das vielleicht so ein bisschen die Waage hält. Wenigstens ein bisschen. So, dann machen wir hier wieder zu und ignorieren einfach, was für dumme Ideen ich schon wieder hatte. Das waren tatsächlich dumme Ideen. Die waren nicht gut. So, die waren nicht gut. Staging wieder korrigieren und dann ist das hier die Mars 2, die wir in 76 Tagen abschließen können. Save. So, und Launch. So. Die müssen wir jetzt ein bisschen beschleunigen, damit wir das Startfenster für die Mars-Mission auf jeden Fall noch, also damit wir das Mars-Startfenster noch abpassen können mit dieser Rakete. Aber auch nicht übermäßig. Also ungefähr an die 30 Tage ran müssen wir. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Geld investieren. Das ist aber auch jetzt, wie gesagt, alles keine Unsummen. Die sind Storage und die hier rushen wir jetzt mal auf, ja, knappe 30 Tage runter. Zack, 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 zack. Das ist ganz schön teuer, der Spaß. Ah, einer geht noch. Wir müssen eh, wenn wir die Mars 1 starten, mal von ausgehen, dass das Launchpad 2, 3 Tage zum Reconditionen braucht. Und wir werden dann einfach so ungefähr 2 Tage vor dem Launch-Window werden wir die Mars 1 starten. Dann kann die reconditionen und dann wird die Mars 2 fertig sein. Wir können sie rausrollen und los geht's. Also es wird jetzt noch keinen Mars-Rover geben, aus dem einfachen Grund, dass ich noch nicht auch nur ansatzweise irgendwas habe, was ein Rover darstellen könnte. Ich habe solche abgefahrenen Zukunftstechnologien einfach noch nicht.
Ich arbeite aber dran. Also in diesem Startfenster wird es keinen Mars-Rover geben. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt beim Mars ankomme, ehrlich gesagt. So. Und jetzt heißt das eigentlich Marsfenster, oder? Wollt ihr noch irgendwas Abgefahrenes tun? Was ich jetzt mal mache, damit ich es nicht wieder vergesse. Check. So, hiermit offiziell angenommen, wir machen tatsächlich einen Marsflyby und diesmal müssen wir uns auch ein paar Sachen halten. Also, wir müssen in 20.000 Kilometer Höhe dran vorbeifliegen und im Idealfall noch Science Data übertragen. Da müssen wir mal gucken, ob unsere Satellitenschüssel-Krams-Sache dafür schon ausreicht. Wenn nicht, wäre Kacke. Wenn nicht, wäre richtig Kacke. So. Und ich hoffe ja, dass hier dann auch noch ein Scan auf Mars auftaucht, sobald ich den Flyby geschafft habe. Das wäre richtig cool. Dann können wir nämlich den Scanner noch gewinnbringend einsetzen, weil ich sehe hier nirgendwo drin, dass wir dafür eine neue Vessel starten müssten. Wir könnten also den Scanner vor Ort tatsächlich benutzen. Das wären dann nochmal 100.000. Und haufenweise Reputation und Kram. Und einfach nur eine coole Karte von Mars. Weil wegen Mars. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen ja heute nochmal losfliegen. Und ich wollte auch nicht bis Mitternacht unbedingt machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Weil ich ja morgen auch wieder arbeiten muss. In diesem Sinne machen wir jetzt mal ein bisschen den Zeitraffer an. Und wahrscheinlich geht da noch ein bisschen mehr. 27, 26, 25, 24, 23. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. So, jetzt nehme ich mal den Zeitraffer raus, denn wir müssen die Kiste ja auch noch aufs Launchpad stellen. Zwei Tage 15. Na, da kommen wir noch ein bisschen zu. Wie will ich das machen bei einem Flyby ohne Orbit? Du hast vorhin nicht aufgepasst, wo ich vorgerechnet habe, dass ich rein theopraktisch, wenn ich mich nicht total dämlich anstelle, einen Orbit erreichen kann und sogar noch 800 Delta V Puffer habe, um mich ein bisschen dämlich anzustellen. Also es geht theoretisch schon, wenn meine Rakete mitspielt und ich mich nicht dumm anstelle. So. 2 Tage hatten wir gesagt für den Rollout. Das heißt, wir werden bei Tag 5 den Rollout starten. Ja, ist alles geplant. Dum, 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 dum. So, das wird unser erster Kandidat. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ehrlich jetzt. Achso, jetzt kann ich ja Warp to Complete drücken. Schauen wir mal. Also ich meine, ich habe zwei Anläufe. Das kann jetzt folgendermaßen laufen. Es geht voll in die Hose. Wäre ein Stück weit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nur fair, wenn man mal bedenkt, wie schlecht es beim Cookie gelaufen ist. Der hat auch viele Raketen verloren, beide Startfenster verpasst. Ich habe immerhin schon das Venus-Startfenster geschafft. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn es klappt, ehrlich gesagt. Und wir haben zwei Anläufe mit relativ erprobten Raketen. Die Probes obendrauf sind nicht ganz so erprobt. Haha, sorry, den musste ich mitnehmen. Oh, guck mal. Oh, was ist das? Ist der Mond, oder? Ist das der Mond oder ist das. Das wäre doch ein tolles Zeichen, wenn das jetzt. Ist irgendwo anders der Mond zu sehen? Wenn das da der Mars wäre, das wäre so toll. Aber es ist ein bisschen groß für ein Mars, ne? Ah, wäre das schön. Also so rein aus Bedeutungsdingsbumsgründen. Wahrscheinlich ist aber der Mond. So, können wir jetzt eine Sonne kriegen? Oh, stopp. Dankeschön. Oh, ziemlich wolkig. So. Okay, wir starten Mars 1, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich noch 4 Tage Zeit, das Launchpad wieder in Ordnung zu bringen. Das wird wahrscheinlich bei der Monsterrakete auch wieder so 2, 3 Tage dauern, bis das fit ist. So, drückt mal die Daumen, dass das klappt.
Dann gibt es vielleicht demnächst den Mars in Nahaufnahme zu sehen und vielleicht sogar eine Radarkarte, wenn es richtig gut klappt. Das müssen wir mal sehen. Vielleicht geht es auch voll in die Hose, weil ich gar nicht genug Reichweite vom Funk her habe und so, aber müssen wir rausfinden. Müssen wir rausfinden. Genau, passende Begleitmusik könnt ihr euch gerne über den jetzt geposteten YouTube-Link einspielen. Ich werde das hier im Stream nicht machen, weil ich ne, keinen Copyright-Ärger kriegen will. So. Rödel, rödel, rödel. Und da ist eine Rakete. Tada. So, im frühen Morgengrauen in Baikonur. Eine vielleicht historische Mission. Unser erster Versuch in Richtung Mars. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Oder ob es überhaupt funktioniert. Das machen wir lieber zu, sonst passieren noch komische Sachen. In diesem Sinne, 3, 2, Risiko. Für die Subwoofer-Träger unter euch. Los geht's. Sehr schön. Okay. Initiale Zündung sieht sauber aus. Wir sind unterwegs mit der Mars 1 in Richtung Mars, aber jetzt erstmal mit Zwischenstation Erdorbit. Und ja, Antennen sollte man im Orbit ausfahren. Das ist ein völlig valider Einwand, Micky, und ich werde natürlich mein Bestes geben, daran zu denken. Jetzt fliegen wir das Ding aber erstmal im Orbit. Vorher brauche ich die Antenne nämlich auch nicht. Zeitmäßig haben wir 3 Tage Zeit bis zum offiziellen Fenster Erde-Mars, aber natürlich kann man sich da ein bisschen drumherum bewegen. Das heißt, wir werden jetzt die eine Rakete bisschen, also diese Rakete hier ein bisschen vor dem Startfenster losschicken und die andere Rakete dann wahrscheinlich einen Tag oder 2 nach dem Launch-Window. Jetzt ist man gerade ganz schlecht von Orientierung her. So, wir sind immer noch nicht so gut. Ja, den Sub leider runtergedreht, sonst denkt die Oma unter dir, dass die Russen kommen. Das ist ja auch prinzipiell nicht falsch, wenn sie das denkt. Also rein inhaltlich kann ich das ja so nur befürworten. Vorzubereiten. Insgesamt sieht es ganz gut aus. Triebwerke laufen sauber. Okay. Gut, jetzt heißt es das Wartenspiel spielen. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden auf den Boostern. Danach geht es weiter mit der mittleren Stufe. Und da erstmal nicht mehr ganz so hohen Thrust-Weight-Ratio. Geschwindigkeitsmäßig sieht es gut aus. Wir haben jetzt noch 13.400 Delta-V zur Verfügung, mit denen wir arbeiten können. Das sieht auch gut aus soweit. Und wir kommen relativ sauber weg. 15 Sekunden bei knapp 115.000 Metern. 15 Kilometern Apoapsis. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich mit den Boostern relativ exakt die
Rakete ins Weltall rausgepresst. Ja, das sieht aus. Das heißt, wir können dann gleich ein bisschen flacher gehen. Aber erstmal machen wir unsere Booster Separation, solange wir noch Schwung haben. Und die erfolgt in 2, 1 und Booster Burnout. Und Booster Sep ist durch. Stufe 2 läuft und wir gehen runter mit der Nase und bereiten uns auf die Fairing Separation vor. So, erstmal runter mit dem Näschen. So. Und wir haben Fairing Sap. Sehr schön, das hat soweit auch schon mal funktioniert. Unser Satellit ist im einsatzbereiten Bereich angekommen. Ich markiere mir hier schon mal die Antenne. Ich hole sie jetzt noch nicht raus. Da warte ich noch, bis wir komplett außer Atmosphäre sind, weil es gäbe nichts Peinlicheres. Als die ein paar tausend, also eigentlich müsste das alles super sein. Hier oben ist schon nichts mehr an Atmosphäre vorhanden, was irgendwie erwähnenswert wäre. Aber man muss es ja nicht provozieren, ne? Man muss es ja nicht provozieren. So, wir laufen jetzt noch 2 Minuten 57 auf diesem Triebwerk, hoffe ich zumindest. Es wäre sehr schön, wenn das so wäre. Und beschleunigen dabei langsam schon mal in Richtung Orbitgeschwindigkeit. Wir haben 2200 Meter Orbitgeschwindigkeit drauf. 12.300 Delta V noch im Tank. Ich rechne es mal jetzt noch nicht durch. Ich will euch die Spannung nicht nehmen. Wir werden dann aber zwischendrin mal einen kurzen Statusabgleich machen. Also Ende vom Lied ist, grob im Kopf überschlagen, brauchen wir 4, 5, 5700 Delta V, um aus dem Erdorbit abzuhauen in Richtung Marsorbit. Das werden wir also dann sehen, wenn es soweit ist. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das Näske weiter runternehmen noch. Genau, jetzt kann ich die Antenne rausdeddeln. So, genau, das heißt, wir sind jetzt mit dem Schlimmsten erstmal durch und wir können auch unsere Solarpaneele vorbereiten. Ab jetzt sind wir eine ernstzunehmende Weltraumsonde mit ernstzunehmender Stromerzeugung. So. So, ach, das war noch unser Lunar Impactor. Sehr schön. Okay, ich nehme jetzt mal unser Näske erwängen hoch. Damit wir nicht ganz so schnell an die Apoapsis rankommen. Und wie ihr seht, das sind auch die ersten Solarpanels, die jetzt ein gewisses Tracking mit drin haben. Das heißt, die drehen sich natürlich auch immer mit ins Sonnenlicht. Das hilft, glaube ich, enorm auf so einer interplanetaren Mission. Weil das für mich einfach heißt, dass eigentlich gibt es keine Richtung mehr, außer so direkt von der Seite, wo wir keine Sonne abbekommen, zumindest zu einem gewissen Anteil. Ja. Heißt, wir sind noch eigentlich ganz gut unterwegs. Du. So, noch eine Minute. Bis wir mit dem Triebwerk hier durch sind. Noch knapp 700 Delta V. Sieht alles gar nicht schlecht aus. Sieht alles gar nicht schlecht aus. Jetzt nix verpanken beim Aufstieg in den Orbit. Und wenn nachher noch so 5500, 5600 Delta V übrig sind, wenn wir im Erdorbit stehen, dann ist das machbar. Also mit dem Orbit. Der Vorbeiflug ist für deutlich weniger machbar. Schauen wir mal. So. Genau, bis jetzt läuft's und wir haben noch einen Pfeil im Köcher. Das wird entweder eine epische Bonusmission mit, weil wir es konnten. Vielleicht fliegen wir dann mal zu einem Marsmond oder so, weil uns langweilig ist und machen da noch einen Flyby. Oder es ist eine zweite Chance, wenn es doch noch irgendwie schief geht. So, jetzt aber erstmal genug gelabert. Hier ist unsere nächste Stage Separation in 6 Sekunden. Wir gehen rüber auf die Stage Nummer 3. Und zwar jetzt. Fieses Lag, weil gleichzeitig noch ein Autosave kam. Aber, jawohl, durchgezündet. Sieht gut aus. Wir sind unterwegs und haben jetzt auch gleich wieder eine ordentliche Thrust-Weight-Ratio. Die nächsten 3 Minuten 50 laufen. Und dann können wir gleich mal gucken. 3,6 haben wir, 4,6 sind hier drauf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 600 Delta V im Klo runterspülen, ehrlich gesagt.
Weil die Vermutung nahe liegt, dass wir vorher schon im Orbit sind und ich dieses Triebwerk nicht nochmal zünden kann. Schade eigentlich. Sehr schade eigentlich. Müssen wir mal sehen. Dann können wir aber hier schon mal. Komm mal hoch hier mit dem Näske. 200 Kilometer gefällt mir eigentlich ganz gut. Können wir hier schon mal ein bisschen umsortieren? Zack. Zack. So, dass wir hier Separation-Motoren zünden. Und der Matrix. Oh, und den Knu habe ich, glaube ich, verpasst. Knu, Matrix, vielen Dank für euer Follow. Willkommen bei den Kronauten. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, das heißt, wir können jetzt gerade eben ein bisschen schmutzig fliegen, weil ich habe da 600 Delta V in der Jackentasche, die ich mit dieser Stufe aller Voraussicht nach verlieren werde. Das heißt, so kleine Sachen wie Nase hochziehen und so ist eh nicht so schlimm. Jo, dann gucken wir mal, dass wir schön die Orpoapsis reiten dann. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Genau. Ja, wenn Mars 1 gut läuft. Wir wollen es mal noch nicht beschreien. Und ich klopfe jetzt auch mal schon mal zwischendurch auf Holz. Oh, ich hoffe, das war Holz. Ich glaube, da unten ist Holz. So. So, auf Holz geklopft, dass das hier klappt mit der Mission. Das wäre schon ganz schön. Auf jeden Fall, wenn ich das hier mal im Kopf überschlage, sind das 5800 Delta V. Das heißt, wenn wir sie gut nutzen, also wenn wir sie wirklich gut nutzen, wir werden ein bisschen Verschnitt haben natürlich durch Stabilisierung und solche Geschichten, dann können wir das tatsächlich schaffen, damit in den Mars-Orbit zu kommen. Niedriger Mars-Orbit ist nochmal eine andere Frage, ob es dafür reicht dann, aber hey, da wollen wir nicht kleinlich sein, ne? So. So. Na komm. Da ist sie, die Apu. Okay. Gut, wir sind in den letzten Zügen Richtung Orbit mit knapp 300 Delta V Puffer, wenn ich es gerade gesehen habe. Wahrscheinlich eher 300 und ein bisschen. Das heißt, auch das sieht gut aus. Und Deox hat auch noch ein Follow dagelassen. Vielen lieben Dank. Viel Spaß beim Zuschauen weiterhin. Ich vermute mal, du bist schon hoffentlich eine Minute länger da. So. Und jetzt kommen wir so langsam in den wunderschönen Bereich, wo man den da machen kann. Und die Apoapsis wahrscheinlich immer noch vor mir bleibt. Ja. Sehr schön. Hui. Hui. Das darf ich nicht übertreiben. So. Hui. So viel Spaß für so wenig Geld. So, jetzt kommt gleich ein Orbit raus. Hoffentlich. So. Und wir werden den mal so relativ kreisrund machen. So ungefähr zumindest. Gut. Check. So weit, so schlecht. Können wir hier Disable Avionics machen? Warum geht das eigentlich nie bei meinen Avionics? Warum kann ich bei meinen Avionics nie Disable drücken? Gut, wir verbrauchen gerade ein bisschen viel Strom, glaube ich. Ja, tun wir. Zack. Wird dadurch auch nicht besser. Das ist aber noch die großen Avionics. Die werden wir ja gleich los. Jetzt kommt der spannende Part. Jetzt kommt nämlich die Manöverplanung. Also, wir verschwenden jetzt 284 Delta V. Weil wegen ISO. Das können wir jetzt einfach nicht ändern gerade. Ah, ich überlege gerade, wie machen wir das vom Staging her? Ist natürlich ineffizient, das Riesenteil damit zu schleppen, ne? Könnten uns jetzt mal eigentlich von dem Mist hier trennen. So. Es braucht nämlich keine Sau. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Das macht es uns einfach einfacher, um mit den Dingern hier
die Ausrichtung nachher zu machen und das Allergen. Also das Allergen macht man natürlich über die Feststoffmotoren hier. Aber das Ausrichten mit RCS wird ein bisschen effizienter, deshalb habe ich das jetzt schon mal abgesprengt. So, jetzt kommt der spannende Part. Wir probieren es jetzt erstmal, ob MechJab uns nicht irgendwie was Nettes geben kann. Also, ich möchte gerne. Achso, ich müsste vielleicht mal den Planeten auswählen, wo zu dem ich hin möchte. Ich möchte ja gern zum Mars fliegen, habe ich gehört. So. Rödel, rödel, rödel. As soon as possible. 4781 Kilometer pro Sekunde. Create Node. So, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass wir da hinten Flyby kriegen mit. Wo ist er? Mit einer Periapsis von 7800 Kilometer. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. So, dann hätten wir noch knappe 1000 übrig, wenn ich das sehe. Wenn ich das richtig sehe. Wenn wir jetzt 4,7 rausblasen, haben wir noch knappe 1000 übrig. Das wird schwierig für einen Low Orbit, muss man der Fairness halber sagen.4749. Merkt euch das mal. Schreibt euch das mal auf irgendeinen Zettel. 4749. So, jetzt mache ich das mal selber. Mal gucken, ob ich besser als MechJab sein kann. Also, wir wollen gerne zum Mars. Die Inklination ist ja relativ okay. Wir wollen grob in die Richtung raus, ne? Ja, grob in die Richtung wollen wir raus. Zack. Das ist halt nicht schön an der Stelle, wo wir starten, aber es ist halt auch nicht besonders drastisch, weil ist eh egal. So, jetzt müssen wir mal von der Plane her gucken. So ungefähr. Pi mal Daumen. Eins im Sinn. So, das ist natürlich. Jetzt schießen wir uns schon wieder nach innen. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. So. Da war gerade irgendwas. Okay, ab da kann man arbeiten. Ich bin bei 4100. Gut, da muss jetzt natürlich noch ein bisschen was passieren, weil da sind noch ein paar Kilometer dazwischen, um es mal nett zu formulieren. So. Da kann man was wegnehmen, ne? Jawohl. Na komm, theoretisch müsste da jetzt gleich. Oder auch nicht. Okay, wir kommen der Sache näher. Nee, halt, ich will instinktiv immer in die andere Richtung, aber es stimmt gar nicht. Na komm. Wo ist er? Puh. Fünfundfünfzig. Was ein Gefummel.
49. Es wird. Mal gucken, ob ich es besser hinbekomme. Das ist ja eigentlich nur. Aber wir sind, glaube ich, jetzt fast da. Wo waren wir? 4700 irgendwas? 4600 irgendwas? Ich glaube nicht, dass das viel besser wird. Was ich hier zusammenstöpsel. Ja, da bin ich jetzt auch gleich, ne? Ne, okay, dann lasst uns die ASAP-Variante fliegen. Die in einer Stunde und ein bisschen startet. Und wir sind sogar relativ gut ausgerichtet. Ach, wer hat denn da schon wieder was dagelassen? Der JPXXD. Und der Farkat Metz. Oh Gott, ihr habt aber auch alle Nicknames. Vielen lieben Dank für eure Follows und viel Spaß. Ja, 4749 Delta Vs. So, er sagt eine Minute 50. Ich glaube ihm das nicht. Wir werden auch fast die gesamte Stage hier rausrotzen, wenn wir das machen. Ist halt so. Hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. So, was wir jetzt machen, ist als allererstes mal diese Dinger hier prinzipiell anschalten. So. Und das Ding hier auch mal aktivieren, glaube ich. Und auf die Erde ausrichten, sonst vergesse ich es irgendwann. So, damit haben wir schon mal für Langreichweite eine sekundäre Funkverbindung. Und ihr seht, wir sind elektronisch stabil. Also wir haben ausreichend Sprit dabei, ausreichend Stromerzeugung, um nicht verzweifeln zu müssen. So, jetzt bringen wir uns mal ein bisschen näher an das Manöver ran. Ich würde mal, so grobe 4 Minuten einrechnen, um es nett zu formulieren. Also würde ich so 6 Minuten, 7 Minuten vor dem Manöver die Reißleine ziehen zeitlich, um uns vorzubereiten. Denn wir müssen so ein bisschen mit RCS arbeiten. Wir müssen dann die Kiste allergen über diese Zündung da. Ja, und dann geht's auch schon los, ne? Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Das wird jetzt nochmal der große spannende Moment. Lowest Delta V startet erst in 2 Tagen. Das ist mir zu lange. So lange will ich nicht warten. Obwohl man nochmal gucken könnte, ne? Im Vergleich. Wartet mal ganz kurz. Zack. Wir können prinzipiell 2 Tage warten, weil wir sind ja elektronisch stabil. Lowest Delta V. Oh, 3,8. Oh, Departure in 2 Jahren. Nee, das will ich nicht. Das finde ich doof. Aber hier sind Transferfenster, ne? In 25 Tagen. 16. 2 Jahren. 1 Jahr. Nö. Nee. ASAP. Bleibt dabei. Create Note. Dankeschön. So. Ja, in 16 Tagen gibt's für Dings. Das machen wir mit der anderen Kiste. Wir fliegen mit der jetzt hier den harten Kurs. Fliegen mit der jetzt die Männer-Variante. Gut. Schauen wir mal.
So, 7 Minuten vorher, wenn wir uns ranpirschen. Ein bisschen noch, wir lassen ihn noch ein bisschen drehen. So. Ich glaube, aus der Drehung werden wir ihn jetzt auf jeden Fall nehmen und stabilisieren. So. Oh, ein bisschen drehen muss er noch. Aber wir drehen auch nur sehr, sehr, sehr langsam. Okay. Vier Minuten neun. Braucht keinen Treibstoff, das ist gut. Wir sind nur unstable. Das ist auch gut. So, warte mal. Ah, nein, das machst du mal nicht. X. So, du gehst mal schön auf Kurs. So, das ist eigentlich nah genug dran, dass wir damit arbeiten können. So, RCS machen wir mal aus. Wir wollen auf dem Node bleiben. So, ich weiß, für euch ist das gerade nicht so besonders spannend anzusehen. Licht kommt gleich. Licht kommt gleich. Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen... Alter, hör auf damit. Ah, dieses... Das hier mit... Oh, shit, das ist das Problem. Das war unnötig. Ich hoffe, das kostet uns nicht allzu viele Delta V, die Korrekturen, aber bisher hält er sich in Grenzen. So. Ich glaube, die Startfenster, die Alarmglock berechnet, sind nicht ganz perfekt im Real Solar System. So, 4,55. Okay, wir wollen auf unseren Manövernode ausgerichtet sein. Ja, ich sollte um meiner Viewer willen tatsächlich Licht an meine Fahrzeuge schrauben. Oder konnte man das irgendwo einstellen? Nee, das blöde Mod mal auch hier rein installieren. Bei Hardcore Colonization habe ich es ja drin, dieses Schieberegler-Ding für Hintergrundlicht. Aber es kommt gleich Licht, keine Sorge. Ich habe ja Engine Lights drin. So, also jetzt Vollschub schon mal für die Durchzündung des Triebwerks. Jetzt schauen wir mal. Es wird wahrscheinlich eine Leerzündung geben gleich. Das müsste durch das Umbauen des Stagings kommen. Und dann müsste die Zündung kommen für die Triebwerke. Also für die Allage-Triebwerke. Und dann kommt die Zündung für das Haupttriebwerk. Und wenn das sauber anspringt, sind wir ziemlich gut dabei. Also in diesem Sinne kommt jetzt Leerzündung wahrscheinlich. Nee, noch nicht. Direkt die Vollzündung und wir sind auf Kurs und unser Burn läuft. Jetzt gibt es auch für euch wieder was zu sehen. So, das ist jetzt der überaus spannende, für mich zumindest, ich finde ihn sehr spannend, der überaus spannende Burn in Richtung Mars Orbit. Der uns hoffentlich, in große Nähe bringen wird zum Mars.
Die Hoffnung ist, dass wir jetzt schon mal einen Vorbeiflug in einer Höhe von, was waren das, 7000 Kilometern hinbekommen. Genau, 20.000 Kilometer müssen wir schaffen für unsere Mission. Das ist unser Auftrag. Da unten irgendwo, hoffentlich. Genau. 20.000 Kilometer Flyby. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht aufhalten. Wir wollen natürlich alles oder nichts. Wir wollen natürlich in den Orbit einschwenken. Das heißt, die Hoffnung wäre natürlich jetzt, dass wir es hinbekommen, ein kleines Korrekturmanöver noch anzulegen und uns dann in den Mars-Orbit zu schleichen mit den Delta-V, die wir noch haben. Auch wenn es kein perfekter Mars-Orbit wird, aber vielleicht zumindest ein Mars-Orbit, dass wir aus dem Flyby vorbeigehen und dann beginnen können, mit unserem Radarscanner erste Scans anzufertigen. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal Fluchtgeschwindigkeit von der Erde aufbauen. Also wir haben noch 3800 Delta-V und ich sage erstmal an den Zellador, Kellador oder an den Cell. Ich weiß nicht, wie du dich selber nennst. Vielen Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. Und Spiritus, ja, das ist definitiv Realism Overhaul, sowas von. Und Real Solar System und die ganze Bank und überhaupt und sowieso. Realistic Progression. Cell ist vollkommen in Ordnung. Alles klar, Cell. Dann ist das für mich auch in Ordnung. Und auch einfacher. Alle haben gewonnen. Am Ende des Tages haben alle gewonnen. So, das läuft doch bisher wie geschnitten Brot. Bisher läuft's wie geschnitten Brot. So, wir werden natürlich einen Großteil unserer heißgeliebten Delta-V aus dieser Stage hier verlieren durch die Aktion. Vielleicht ist sie nochmal gut für eine Mid-Course-Correction. Also wir werden sie so lange wie möglich behalten, denn die Stage hier hat natürlich 5 Zündungen insgesamt. Und solange noch Zündung und Treibstoff in dem Ding drin sind, werde ich einen Teufel tun und es wegschmeißen. Von daher gucken wir mal, was da noch geht. Und dann haben wir nochmal so knappe 1010 Delta-V in der nächsten Stage. Für die Bremsung. Und wie gesagt, 1400 brauchen wir für einen perfekten Low Orbit, aber ich will ja gar keinen perfekten Low Orbit. Mir würde ja schon ausreichen, wenn wir jetzt das Ding mit einer Mid-Course Correction auf einen Polaranflug drehen können und uns im Polaranflug vielleicht auf einen hochelliptischen Orbit einigen können. Das würde auch schon mal ein paar Sachen klären. Und dann können wir einfach mal versuchen, so viel wie möglich von diesem Planeten mit unserem Radarscanner zu erfassen. Gute Nacht, Spiritus, und einfach die Aufzeichnung gucken. Gibt es natürlich bei Twitch zu gucken oder auch bei YouTube in ein, zwei Tagen. Also da keine falsche Scheu, kann ich verstehen. War ein langer Tag und gute Nacht an den Spiritus. So, wir sind in der letzten Minute unseres Burns. Beschleunigt sich jetzt natürlich auch immer mehr von der Thrust-Weight-Ratio. Und wir haben jetzt hiermit die Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Ihr habt die Drehung gerade gesehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Erdorbit verlassen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, so exakt wie möglich die Stelle zu treffen, wo unser Manöver lag. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme, ob ich heute schnell genug bin, den Antrieb an der richtigen Stelle abzuschalten, weil ich kann ihn ja leider nicht trotteln. So weit sind wir technologisch noch nicht. Und da bleibt gar nicht mehr viel übrig. 400 und 470. Also wir werden dann so 70 Delta-V ungefähr übrig haben. In der Stufe. Ah! Okay. Das mache ich jetzt nochmal off. RCS an. Das probiere ich jetzt nochmal händisch zu klären. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also dafür haben wir das RCS. Wir machen jetzt schön Feinkorrektur noch, weil das wird mit dem riesen Triebwerk nichts. Und probieren so exakt wie möglich dieses Manöver auszufliegen. Ist jetzt ein bisschen ineffizient, weil wir am Ende des Tages natürlich viel Delta-V verschwenden, um hinten diesen Klotz da noch mitzuschleppen. Aber der Klotz hat nochmal fast 100 Delta-V, die wir nochmal durchzünden können. Und ich werde einen Teufel tun, die jetzt wegzuschmeißen. Das wäre schade drum. So. So. RCS aus. Und wir haben Ich
Kein Flyby. Okay, irgendwas passt nicht. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen korrigieren. Wahrscheinlich. Wo verlassen wir denn die Erde da so? Das heißt, wir können jetzt hier noch mal ein Manöver ansetzen. Und mal gucken, was das Problem ist. Unser Closest Encounter ist da so. Woran liegt's? Ne, daran liegt's nicht. So, wir machen mal den Manövernot-Editor auf. So, zack. Da wird's mehr. Da wird's weniger. Jetzt auch nochmal deutlich weniger. So. Fuck, das war ein bisschen zu viel. So, jetzt natürlich schade, warum das Manöver nicht sauber geklappt hat, weil wir haben es eigentlich auf den Punkt geflogen. Aber hat er leider nicht so gesehen. Aber vielleicht haben wir hier noch eine gute Verwendung für die 96 Delta V, die wir haben. Mal gucken. Sehr ärgerlich. Und so viel auch gleich noch, ne? Wow, das ist aber nicht schön. Okay, das fetzt nicht so. Also, sie sind eigentlich relativ nah dran. Aber. So, was ist hier? Wir gehen halt ein bisschen weit raus. Scarabee, danke für dein Follow und ja, viel Spaß beim Zugucken. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier noch sauber geklärt bekommen. Hat sich da irgendwas verändert? Naja, nicht besonders viel. Okay, also das ist schon mal nicht unser Problem. So, eigentlich müssen wir doch nur irgendwo die Geschwindigkeit anpassen. Was wäre denn, wenn wir hier bisschen bremsen. Boah, warum liegt dieses Manöver jetzt so weit daneben? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja spannend. Das gibt's ja nicht, dass ich jetzt 400 Delta V investieren muss, um das zu korrigieren. Obwohl ich eigentlich einen Encounter hatte. Mm.
Na gut, den kann er jetzt nicht computen, weil ich nicht im Orbit bin. Das ist tatsächlich spannend, warum er den jetzt so dermaßen versaut hat. Ja, aber ich bin das Manöver ziemlich exakt geflogen. Deshalb wundert es mich jetzt sehr, dass die Abweichung so. Und eigentlich ist sie ja. Also es liegt relativ nah beieinander. Aber. Es wundert mich jetzt gerade, dass sie so groß ist. Die Abweichung. Add Manöver. So. Gucken wir mal hier vorne direkt arbeiten. So in ein paar Minuten, ob wir dann. Manöver Node Editor, Dankeschön, ob wir dann ein bisschen arbeiten können. Auf jeden Fall ist die Auswirkung relativ stark. So, ich gehe mal auf ProRate Minus und den eigentlich auch Minus. Ne, eigentlich nicht. Ah, Mann. Ja, jetzt ist halt das große Rumprobieren-Spiel. So, was bringt uns näher zueinander? Das bringt uns näher zueinander. So. Ja, ich habe auch kein Problem mit der Kurskorrektur an sich, Proxy. Ich bin nur verwundert, dass sie jetzt im 400er-Bereich liegt. Das ärgert mich ein wenig. Das ist halt schon krass vieles. Und ich gerade auch keine saubere Lösung dafür hinbekomme. Zack. Das Approach to Target, Final Reapsis, Create Node. Okay, irgendwie hat er da gerade eine 20 Delta V-Lösung draus gebaut, ne? Das ist erschreckend. Schöne Idee, Sidious. Was auch immer er da genau tut. Aber das kann ich auf keinen Fall mit dem Triebwerk fliegen. Das muss ich mit RCS lösen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hinschlawinert bekommen. Ich hoffe, das kostet uns nicht zu viel von dem Hydrazin. So, jetzt probieren wir mal, das Ganze hier auf die Art und Weise zu lösen. Das kostet uns halt schon viel Sprit, ne? So, wir sind very stable. Ich probiere das mal kurz durchzuzünden. So, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Wartet mal. Also kurze Ausrichtung. Kurz allegen. So, und jetzt so gut wie eben möglich. Puh.
Ist nicht schön, aber sonst verbrauchen wir zu viel von dem anderen Treibstoff. Ich meine, das hat uns jetzt einige Ignition gekostet, aber irgendwas ist ja immer. Wir haben ja noch drei. So. Bitte, lieber Gott, macht, dass das eine Lösung ergeben hat für unser Problem. Was zur Hölle? Warum macht er mir noch eine Lösung dafür? Oh, das ist doch alles nicht wahr. Eine 575 Delta-V-Lösung? Das ist echt ärgerlich. Na gut, hilft ja nichts, ne? Gut, dann haben wir da nochmal eine ordentliche Zündung. Ach, gut. Space Center. Also, so toll war es dann doch nicht. Das war nur eine Vorbereitungsmanöver von ihm. Oder das war noch mein altes Manöver. Das weiß ich nicht. Aber er will auf jeden Fall auch ein 500 Delta-V-Manöver hinblasen dafür. Okay, dann schauen wir mal, was die andere Probe zum nächsten Startfenster sagt. Das wird sicherlich auch nochmal spannend. Also Reconditioning ist dann gleich durch. Also auf jeden Fall sind die Manöver ein bisschen unexakt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht reicht es noch für einen hochelliptischen Orbit, wenn wir ein bisschen Glück haben. Mal schauen. So, hallo Tanja und herzlich willkommen zu so später Stunde. Gut, 2 Tage und ein bisschen, dann sind wir knapp nach dem Startfenster. Ich würde sagen, die starten wir jetzt noch in den Orbit. Dann haben wir fürs nächste Mal 2 Pfeile Richtung Mars im Köcher. Der eine ist ja schon unterwegs. Und dann können wir die noch im nächsten Stream auf den interplanetaren Kurs schicken. Und Scarabei, habe ich dich vergessen? Falls ich dich vergessen habe, vielen lieben Dank fürs Follow. Und falls nicht, dann ein zweites Mal vielen lieben Dank fürs Follow. So, wir warten immer noch, dass wir hier unser Window bekommen. So, was wir mit dem jetzt mal machen, mit ein bisschen Glück können wir mit dem dann dieses in 16 Tagen Zeitfenster sollte ja dann theoretisch ein wenig näher gerückt sein, dass wir mit dem hier das Startfenster nutzen, was dann so in circa einer Woche ist. Und wie gesagt, die andere Probe ist nicht so schlimm. Also die Korrektur ist machbar, den Flyby kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich würde aber gerne auch einbremsen wollen. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob ich dann mit den restlichen 500 Delta-V, die ich noch habe, auskomme. Oder ob das ein Problem wird. Also ob das für einen hochelliptischen Orbit reicht. Nicht sicher. Nicht sicher. Ehrlich gesagt. Gut. Aber wir starten jetzt noch die Mars 2. Danach ist für heute Schluss. Würde ich jetzt mal sagen. Das reicht dann nämlich auch. So, wir machen das aber natürlich im Hellen, damit ihr auch was davon habt. So, die Sonne ist aufgegangen und wir starten unsere Mars 2 Probe. In der Hoffnung, dass das genauso reibungslos klappt wie mit der ersten Mars Probe. Und dann haben wir die zwei unterwegs. Wie gesagt, die können wir im nächsten Stream machen. Wir dann das Korrekturmanöver, wird ja dann irgendwann kommen in 100 bla Tagen. Wir schießen dann die Mars 2 Probe auf ihren Kurs. Da suchen wir uns jetzt noch, sobald wir im Orbit sind, also wenn das klappt, ein schönes Fenster mit relativ wenig Delta-V-Aufwand. Da können wir mal gucken, was da noch geht. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Aber auf jeden Fall sieht es gut aus. Also den Flyby, da bin ich mal ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen mit dem Flyby. Jetzt müssen wir nur noch gucken,
dass wir die zweite Probe an den Start bekommen. Außer natürlich in der obersten Probe-Stage ist noch irgendwas fishy vom Baustil. Genau, am Donnerstag gibt es Hardcore Kerbal dann auf YouTube natürlich. Und am Sonntag, aber wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich übers Wochenende noch wegfahre und dann erst etwas später wieder zurück bin. Hardcore Colonization, also volles Programm diese Woche. So, und ich rede jetzt gar nicht lange rum. Zündung. Und jawohl, das sieht gut aus. Abflug. Auch das sieht gut aus. Die Zündungsphase haben wir überstanden. Rakete fliegt und ist unterwegs. Mars 2 auf dem Weg in den Orbit. Und hoffentlich auch zum Mars. Jo, und das wird dann heute, oder das leitet jetzt für heute dann auch so ein bisschen das Ende vom heutigen Stream ein. Ich finde, wir haben viel geschafft. Also wir sind kohletechnisch ein Stück vorwärts gekommen. Wir haben auf jeden Fall mit dem Lunar Impactor noch mal ein bisschen Kohle reingespielt. Wir haben unsere Forschung noch mal ein bisschen beschleunigt. Wir haben einen Satelliten auf einem guten Anflug Richtung Mars, der den Flyby, denke ich mal, auf jeden Fall schaffen wird. Und wir starten jetzt noch unseren Reservesatelliten trotzdem in Richtung Mars, um vielleicht noch mal zu gucken, was möglich ist. Ziel vom ersten Satelliten ist natürlich trotzdem in Orbit zu kommen. Dem Satelliten hier werden wir uns jetzt mal ganz bewusst auf ein effizientes Startfenster committen. Also den im Zweifelsfall auch ein paar Tage später starten. Das müsste ganz gut möglich sein. Ja. Und dann werden wir mal sehen, ob wir es nicht schaffen, einen Mars-Orbit einzuschlagen. Toll wäre es natürlich, wenn es mit dem Mars 1 noch so halbwegs funktionieren würde. Weil der den Radarscanner drauf hat. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Also dann ist das halt so. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. So, jetzt langsam mal den Gravity Turn hier loslegen. Also weiterhin sehr verlässlich unser Raketchen. Bisher funktioniert es ganz gut. Baikonur mitten in der Wüste und ja. Klims, gute Nacht an dich und natürlich auch schon mal gute Nacht an alle, die vielleicht nicht so viel geschrieben haben und jetzt auch schon sich entscheiden, langsam in Richtung Bett zu gehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird mit dem Mars Flyby. Der ist natürlich gerade aus wissenschaftlicher Sicht vor allen Dingen interessant. Ich hoffe, dass unsere Funkverbindungen halten, damit wir auch wirklich Wissenschaftsdaten übertragen können, sonst wäre das ein bisschen ärgerlich, wenn es nicht klappt. Und für den nächsten Stream werde ich mal ein bisschen wieder was Bemanntes machen. Also wir werden wahrscheinlich mal dieses erste Rendezvous ausprobieren, das hinzubekommen. Da müssen wir nämlich mal nachziehen, da ist Cookie auch schon erfolgreich gewesen. Da haben wir noch was zu tun, aber wir haben ja zeittechnisch noch ein bisschen Vorsprung in dem Sinne, dass wir hinter ihm liegen. Also wir können das immer noch reißen. Genau, also dass wir da mal versuchen, eine bemannte Mission zu rendezvousen mit einem Satelliten oder sowas, was schon in der Umlaufbahn ist. Müssen wir mal gucken, ob sich irgendwas anbietet dafür. Und dann müssen wir mal gucken, wie es mit unserer Forschung vorwärts geht. Also wir haben noch ein paar Tage, bis das durch ist. Und dann muss ich mal gucken. Wir haben die Second-Gen-Capsules in Arbeit, also wir sind kurz davor, mehrere Leute ins Weltall schicken zu können. Und da geht dann auch EVAs machen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt mal das Upgrade machen für das EVA-Gebäude, dass man, also für den Astronaut-Komplex, dass wir EVAs machen können. Ja, dann können wir da auch nochmal Wissenschaftsdaten sammeln. Und natürlich vielleicht noch ein, zwei Rekorde im Weltall, wie lange man oben bleiben kann, abziehen. Einfach nur. Wait, das war nicht so gut, aber gut, es war nicht kritisch in dem Falle. Ja, gut. Kurze maximale Verwirrung meinerseits. Because of Abtrennung eigenartige Dinge passieren. So, das war leider das Fairing zuerst, aber in einer Höhe, wo das zum Glück kein Drama mehr ist.
Gut, jetzt heißt es eigentlich nur noch warten. Eigentlich heißt es nur noch warten. Aber natürlich ist es trotzdem jedes Mal spannend, wieder zu sehen, ob die Rakete in Orbit kommt. Das heißt, ich kann es allen verzeihen, die jetzt schon sagen, so, oh, ich schleiche mich mal in Richtung Bett. Das wird mir jetzt ein bisschen zu länglich. Kann ich total nachvollziehen. Alle anderen, die sich es noch angucken, freut mich, dass ihr euch das freiwillig gebt. Ich muss noch, ich muss die Rakete nämlich fliegen. Ich kann das jetzt nicht pausieren. Jo, wie gesagt, nächstes Mal wird, glaube ich, spannend. Die Mars-Missionen sind auf jeden Fall, wenn es mit der Funkverbindung klappt, gute Science-Bringer. Und dann gehen wir wieder mal ein bisschen fokussierter auf die bemannten Missionen. Wir sind jetzt, lass mich mal gucken. Oh Gott, nicht warpen. Zack. Wir sind jetzt am 192. Tag von 1958. Also so ein bisschen über die Mitte des Jahres drüber. Das sieht noch ganz gut aus, dafür, dass offiziell der erste bemannte Flug überhaupt mit Juri Gagarin erst 1961 stattgefunden hat, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Für mich wird die nächste Orbit-Mission auf jeden Fall auch so eine Durchhaltemission, also wo wir mal probieren, wie lange wir einen Astronauten oder Kosmonauten in unserem Fall natürlich, oh Gott, habe ich gerade Astronaut gesagt, Klassenverein, Klassenverein, einen Kosmonauten im Weltraum lassen können. Denn ich möchte mal testen, im sicheren Erdorbit, wie lange wir das machen können. Spannend wird das nämlich deswegen, weil wir ja irgendwann mal am Mond vorbeifliegen wollen, in Eröffnung unseres fröhlichen Reigens. Und dafür braucht man so ein paar Tage Strom und Essen und all diese Sachen, die man durchhalten muss. Und das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal mal beginnen zu testen. Also wir werden wahrscheinlich dieses Rendezvous machen, dann aber noch ein paar Tage im Orbit bleiben, um ein paar Rekorde abzureißen, um einfach mal zu sehen, was geht. Also das will ich für mich auch rausfinden, was mit der Technologie jetzt möglich ist. Weil wenn wir es irgendwie schaffen, so ein bisschen, so ich sag mal 7, 8 Tage aus der Kiste rauszukratzen, dann wäre ich willens, das Risiko einzugehen, einen bemannten Moonflyby zu machen. Weil wir dann theoretisch überleben könnten. Theoretisch. Sagt die Theorie. Hoffe ich zumindest, dass sie das sagt. Ja, genau. Also das wäre so die Pläne für die nächsten Streams oder den nächsten Stream. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bei Hardcore Kerbal am Donnerstag, was machen wir da Schönes? Da geht's langsam mal los in Richtung Eve. Da müssen wir noch so ein, zwei Kleinigkeiten anbauen, aber dann ist das Raumschiff, glaube ich, größtenteils fertig für die bemannte Eve-Landung und hoffentlich auch Rückkehr. Und was soll ich sagen? Hardcore Colonization seid ihr hoffentlich up to date. Da kommen natürlich jetzt über die Tage die ganzen Folgen auf YouTube für alle, die es verpasst haben. Was ist da so der Stand der Dinge? Was kann man da berichten? Wir haben die Moonbase Alpha ja evakuiert. Und ich glaube, da sind wir auch gerade dabei, genau, ein Hover Rover für Duna vorzubereiten. Das ist ziemlich, wie soll ich das nennen, experimentell. Aber ich bin mal guter Dinge, dass das funktionieren könnte. So, wir sind hier in den letzten Zügen der zweiten Stage. Dann geht es jetzt gleich nochmal rüber auf die dritte Stage, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, ich hoffe, das Staging ist sauber. Das mit dem Fairing war ein wenig peinlich, muss ich sagen. Das hätte jetzt nicht sein müssen. So, und wir bereiten uns vor auf Separation und nächste Stufe Engine Ignition. Und wir haben Stage Sep und Antrieb ist durch. Das ist übrigens deswegen immer spannend mit den Antrieben, weil dieses Flight Test Mod durchaus Stresslevel auf solchen Engines und sowas kennt. Also das versteht, dass bei einer Zündung die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls einfach deutlich höher ist, dass es sofort kaputt geht. Dementsprechend ist es immer ganz spannend, ob die Kiste sauber angeht oder direkt gelb ist oder rot ist, weil sie sofort ausfällt und einen hasst oder so. Ja, ist auf jeden Fall nicht ganz unspannend. So, ich guck mal gleich, ob ich jetzt hier schon die APU einfangen kann. Das ist schon relativ, also weil einfach in der Stage so endlos viele Reserven drin sind. Wir sind jetzt bei 8300 Delta-V, das sind immer noch 600 Delta-V Reserve. Und ich kann sie eh nicht nochmal zünden, weil
eine Ignition und Feierabend. So weit sind wir halt noch nicht, dass wir so abgefahrenen Wiederzündungskram machen können. Aber dafür ist das Zeug relativ verlässlich, muss ich sagen. Also wir sind jetzt hier auch, guck mal, bei 7100 Data Units, auch auf diesen Engines. Und auch das letzte Triebwerk hier, das FD33, also das hier oben, hat auch 6400 Data Units. Also unser Zeug ist mittlerweile ziemlich ausgegoren, was wir da machen. Einfach, weil wir es schon so endlos lange benutzen und es immer noch der gleiche alte Rotz ist. Oder zu großen Teilen der gleiche alte Rotz ist. Und ich bisher hauptsächlich die Booster getauscht habe und das Ding hier jetzt auch schon echt oft geflogen habe. Es wird immer verlässlicher. Es wird immer verlässlicher. Bald, bald echte Raumfahrt und so. Mal gucken. Vielleicht echte Raumfahrt. Was lädt hier gerade so komisch? Na? Ist die APU? Da ist die APU. So. Das sieht alles gar nicht übel aus. So, die letzten 2 Minuten Burntime laufen für unser Triebwerk. Dann suchen wir uns noch einen schönen geplotteten Kurs raus und dann ist für heute genug. Und VP goes live. Vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Körbonauten. Und natürlich auch für die letzten paar Minuten noch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe natürlich, du bist schon länger da. Falls nicht, Aufzeichnung. Da gibt es dann alles Wichtige zu sehen. So. Der kleine Satellit ist unterwegs. Die APU haben wir auch gekriegt. Sehr schön. Ich glaube, jetzt können wir langsam relativ flach bleiben mit der Nase. Wir haben immer noch 400 Delta V Puffer für irgendwelche Spielchen. Aber das sieht alles ganz gut aus. So. Gut, die letzten 1400 Delta V bis zur Orbitalgeschwindigkeit liegen an. Also die letzte Chance für dieses Triebwerk, uns noch so richtig den Tag zu versauen, indem es ausfällt. Was es natürlich nicht tun wird. Hoffe ich. Meterchen. Gut, Orbit haben wir gleich. Und sieht dann auch wieder relativ gut aus von dem, was wir noch zur Verfügung haben. Aber das ist ja relativ deckungsgleich. So, 200 mal 200 und ein bisschen. Relativ deckungsgleich zu der anderen Kiste. Also ungefähr 6000 Delta V. Und jetzt schauen wir mal in den Manöverplaner rein, was der so zu uns sagt. Wenn wir sagen, ach so, wenn wir sagen, wir wollen zum Mars, das sollten wir ihm schon noch mitteilen. Das wird jetzt nochmal spannend. Und jetzt versuchen wir mal so spriteffizient wie möglich. Zack. Okay, da sagt er halt wieder 2 Jahre und ein bisschen. Aber vielleicht haben wir hier vorne irgendwas. Das sind doch die Farben, oder? Gibt's noch was Besseres als 3,9? In 34 Tagen. Also wir könnten den Transfer in 34 Tagen nehmen. Der wäre mit 3900 mal eben um, ich glaube, 700, 800 Delta V effizienter. Was Besseres finde ich jetzt gerade in dem Topf da oben nicht. 3997.
3,93. So, furzelig klein. Was hier? Limited Time. Okay, ist schon so okay. Ja, dann würde ich sagen, ich suche jetzt nochmal die Stelle, wo 3,93 bei rauskam. Und wir fliegen in 37 Tagen, ist es jetzt. Wir fliegen dieses Manöver dann und adden das hier mal in die Alarmglock, dass wir das sauber haben. So. Das heißt, in 37 Tagen starten wir Mars 2 aus dem Orbit, in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen mehr Delta V mit nach Hause schleppen. Mars 2 hat so oder so ein bisschen mehr Delta V. Das heißt, wir können jetzt hier auch mal noch so als letzte Amtshandlung den Kram hier alles wegjettisonen, weil keine Ignition mehr und so. So. Die Kappe. So, also Mars 2 steht quasi im Orbit bereit und ist jetzt auch, sobald er sich gelöst hat von seinen, von dem großen SAS oder Avionics-System, stromtechnisch stabil. Das heißt, er kann jetzt die 35 Tage, 37 Tage hier oben im Orbit. The fuck? Okay, das ist wahrscheinlich einfach wegen Bodennebel oder so. Warum sind das 10.700? Warum zeigt er sowas an? Aber es wird jetzt weniger, oder? Ja. Okay, das sinkt jetzt über die 37 Tage wahrscheinlich auf den Zielwert oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist mir ehrlich gesagt aber auch ein bisschen egal. Wir lassen das jetzt nämlich einfach so. Wir sehen uns zu RSS in der nächsten Woche am Dienstag wieder. Ansonsten, wie gesagt, am Donnerstag auf YouTube gibt es Hardcore Köbel. Da geht es in Richtung Eve. Am Sonntag gibt es auf Twitch Hardcore Colonization, da geht's mit einem Hover Rover Richtung Duna los. Und ansonsten gibt es noch ein paar andere Streams, die könnt ihr alle im Kalender vom Neo sehen. Den wird er sicherlich auch gleich nochmal posten, den Link. Und mir bleibt dann nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen unterhaltsamen Abend und ich wünsche euch eine tolle Restwoche. Wir sehen uns am Donnerstag oder am Sonntag oder sonst in der nächsten Woche. Mein Name ist Robert und tschüss.